Ja, herzlich willkommen bei uns. Freut uns außerordentlich, dass doch trotz der Hitze einige Leute zu uns den Weg gefunden haben, so kurz vor den Sommerferien. Das ist natürlich eine solche Veranstaltung, steht natürlich immer in Konkurrenz mit Packen oder in die Bade gehen. Und toll, dass doch viele interessierte Gesichter zu uns gefunden haben. Der Titel der heutigen Veranstaltung, Forum 2050. Worum geht es? Wir haben vor 2 Jahren begonnen, bei uns im Büro bei IOM Diskussionsveranstaltungen zu machen. Und vor 2 Jahren waren das gleichgesinnte Architekten, Jungarchitekten, die wir eingeladen haben, uns ausgetauscht haben, über was unsere Rolle sein könnte in der Zukunft. Letztes Jahr waren wir ein bisschen faul und dieses Jahr haben wir wieder eine Reihe. Und im ersten Teil geht es grundsätzlich hat die Schweiz entschieden, die Energiestrategie 2050 umzusetzen. Das ist der politische Wille da, einen Weg zu gehen, der weg von den fossilen Brennstoffen geht. Und wir fragen uns, was bedeutet das für die Architektur? Und es freut mich außerordentlich, dass wir heute 4 Teilnehmer haben. Wir haben mit Yvonne Züger, Fabio Cella, Tina Umro und Niklas Hammer wirklich hochkarätige Gäste, die allesamt Experten in ihrem Fachgebiet sind und sich sehr stark mit dieser Thematik nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen Jahren auseinandersetzen. Und der Modus ist der folgende: Es wird Kurzvorträge geben, die alle 10 Minuten dauern. Dafür gibt es verschiedene Karten. In der Halbzeit gibt es die grüne Karte, ich stehe dann am Rand. Nach 7 Minuten gibt es die gelbe Karte und wenn eine Minute übrig bleibt, zeige ich die rote Karte und am Ende gibt es die Glocke, da muss man aufhören zu sprechen. Und so dauern dann die Vortragsphase knapp 40 oder 45 Minuten mit den Pausen dazwischen und nachher geht es weiter mit einer Diskussion, wo wir natürlich ein paar provokante Fragen vorbereitet haben, wir auch gespannt sind auf eine Debatte und weitere Erkenntnisse. Bevor wir aber zu den Vorträgen kommen, möchte ich unsere Gäste heute Abend allesamt in der Reihenfolge der Vorträge vorstellen. Wir haben mit Yvonne Züger jetzt muss ich schon weiterblättern, falsche Seite. Yvonne Züger ist Architektin und sie leitet die Fachstelle für nachhaltiges Bauen der Stadt Zürich. Oder sie ist, bald, noch nicht. Und sie hat über die Hochbauzeichnerlehre und ein Studium an der ZHW Winterthur hat sie den Weg in die Architektur zum Architektenberuf gefunden, hat dann bei Hans-Rudi Preis und Karl Gieriden gearbeitet, beides Pioniere, was das nachhaltige Bauen angeht. Und dann bei Booker Partner war sie Architektin in der Ausführungsplanung und Lehrlingsausbildnerin oder Lehrmeisterin und hat dann berufsbegleitend MRS Design, Art and Innovation in Basel, in der Fachhochschule Nordwestschweiz studiert. Also sehr eine interessante Mischung. Mit Fabio Cella haben wir einen doppelten Ingenieur. Er ist einerseits Fachingenieur oder diplomierter Ingenieur Heizen, Lüften, Kühlen aus Luzern, dort das Diplom gemacht und gleichzeitig einen MBA gemacht oder später ein MBA gemacht als Wirtschaftsingenieur. Er ist heute Leiter der Gebäudetechnik-Engineering bei der BKW und hat davor 10 Jahre seine Firma AOCHN-Ingenieure geleitet, die dann von der BKW aufgekauft oder in die BKW integriert wurde. Und davor war er bei Robert Erni Ingenieur, war in CEO und in der Geschäftsleitung bei Implenia Real Estate. Und mit Tina. Ja, oder? Ja, LinkedIn weiß alles. Sehr spannend. Tina Unruh ist praktizierende Architektin in Zürich und Hamburg mit der Unruh-B Architekten. Ich weiß nicht genau, wofür das steht, vielleicht erfahren wir das später noch. Ja. Ah, okay. Und sie ist Herausgeberin dieses tollen orangen Buches. Ich habe gerade erfahren, dass wir noch in der die erste Ausgabe besitzen, was uns freut, weil die zweite Ausgabe ist blau. Also ein sehr schnell vergriffenes Buch. Das ist die Schriftenreihe vom Quart Verlag zu Laboratorium. Das hat sie verfasst, dass sie die Leitung des Kompetenzzentrums Material, Struktur, Energie und Architektur an der Fachhochschule Luzern innehatte. Sie hat an der ETH Zürich ein 8-Diplom-Studium gemacht, am GTA, Institut für Geschichte und Theorie der Architektur, und war dann Entwurfsassistentin. Ich weiß nicht bei wem, aber
das ist nicht so wichtig, und hat in Potsdam Architektur und Städtebau studiert, ist außerdem noch engagiert im AIV Hamburg. Und mit Niklaus Haller haben wir ebenfalls einen Architekten, hat in der EPFL Lausanne und an der ETH Zürich studiert, ist heute Bereichsleiter bei BS2, sagen wir BS2 oder BS2, BS2, hat an der ETH Zürich promoviert, Fokus architektonische Integration von PVT-Kollektoren, das war bei Hanse Leib und Gut, wenn ich mich richtig erinnere, und davor hat er als projektleitender Architekt in der Praxis in Zürich gearbeitet und berät heute Bauherrschaften bei der Umsetzung von Zero-Emissions-Projekten. Außerdem ist er auch noch in der Fachkommission Solares Bauen bei SolarSwiss. Ja, dann bin ich gespannt zum ersten Teil mit den kurzen Statements, die durchaus vielleicht auch ein bisschen provokativ sein werden, eine Position darlegen, die wir nachher im weiteren Verlauf debattieren werden. Wir machen den Anfang mit Yvonne, du hast das Wort, du hast einen Pointer, links ist rechts ist nach vorne, links ist zurück für die Slides und wir sind gespannt und wir begeben uns ein bisschen auf die Seite, dass du da bleibst. Also vorausschicken möchte ich eigentlich, dass die energetische Unabhängigkeit ganz sicher gemeinsam mit der Gesellschaft und der Wirtschaft gedacht wird. Also es ist kein reines Umweltthema. Weil wenn es ein Umweltthema wäre, dann würden wir eigentlich scheitern. Es bedeutet einen Umbau auch von der Wirtschaft und es bedeutet auch, dass sich die Gesellschaft anpassen muss. Die einzige Konstante ist die Veränderung, dieser Satz ist nicht von mir. Es ist wichtig, dass die Form 2050 und in der umfassenden Nachhaltigkeit verstanden wird. Und jetzt möchte ich halt auch schon provozieren, wie wir es nachher auch machen werden. Ich sage jetzt mal, die Form ist ja eigentlich immer noch in der Moderne stecken geblieben. Also Formen ergeben sich durch vermeintlich unendlich zur Verfügung stehende Ressourcen und Energie, also auch Energieträger. Form follows fuel. Das ist die Formel dafür, die Formel der Moderne. Wir sind ja eigentlich froh, also auf der Einladung steht auch, dass die Zukunftsdiskussion über die Technik gelöst wird. Und wir sind eigentlich froh, die Architekten, wir sind froh, dass das die Technik löst. Sie kann alles lösen und sie darf auf keinen Fall aber sichtbar werden. Es soll die moderne Form, also die Form der Moderne, die soll so bleiben, wie sie immer war. Sie will sich eigentlich nicht verändern. Retten wir die Form. Das ist auch eine Provokation. Die größte Aufgabe der Architekten besteht eigentlich dann darin, die Architektur, also die Technik in der Architektur zu verstecken. Und ich frage euch jetzt, ob ihr dazu Lust habt. Diese Rechnung geht nicht auf. Und wo bleiben eigentlich die neuen Visionen? Ohne neue Visionen gibt es keine Veränderungen der Form. Und wie soll die Technik die wirtschaftlichen und die gesellschaftlichen Themen lösen? Es ist nicht möglich. Wie verändert sich die Gesellschaft und wie bleibt die Veränderung der Wirtschaft sichtbar? Die Nachhaltigkeit muss also sichtbar werden in der Architektur und im Städtebau. Da bin ich überzeugt. Wie war es früher mit den Visionen? Ihr kennt dieses Bild von Le Corbusier 1930. Er hat eigentlich vorgeschlagen, Paris neu zu bauen. Und zwar nach der Formel Form Follows Fuel. Diese Errungenschaft des Automobils sollte den Städtebau und die Gesellschaft radikal verändern. Wurde das gebaut? Nicht, das wurde nicht gebaut. Aber die Vision, die war sehr wichtig. Le Corbusier hat sehr viel erreicht. Und es ist einfach wichtig, dass eine Vision zu weit geht, dass sie zu radikal ist. Aber wenn man keine Vision hat, und ich behaupte, im Moment haben wir keine Formvision der Architekten zur umfassenden Nachhaltigkeit, dann wird sich die Form auch nur schwer verändern. Also zuerst die Vision und dann die Form, die sich verändert. Wie ist es heute mit Visionen? Ich nehme jetzt ein Beispiel, Master City, soll das unsere Vision, also es gibt schon Visionen, soll das unsere Vision der nachhaltigen Stadt sein?
Sind sicher viele Punkte gelöst in dieser Vision einer Stadt. Es geht um erneuerbare Energien, es geht um Recycling, es geht um sparsamen Wasserhaushalt, es geht um sommerlichen Wärmeschutz in der Architektur gelöst. Aber es gibt ganz grundlegende Punkte, woran diese Vision scheitert. Weiß jemand, ob es gebaut wurde? Ja, teils. Kleiner Teil, oder? Genau. Es ist eigentlich ausgeblendet, man sieht auch hier die Autobahn oben, also alles, was außerhalb der Stadtgrenze ist, ist für die Mobilität natürlich sehr schwierig. Innerhalb wurde die Mobilität gedacht, aber sobald es über die Grenze geht, nicht mehr. Und auch die bestehenden Strukturen, wir haben sehr viele bestehende Städte, Bestandesbauten und eigentlich eine solche Vision kann nicht erfolgen in unseren europäischen Städten. Dann gibt es einen anderen Ansatz, Nachhaltigkeit als Marketing. Genügt es eigentlich, Nachhaltigkeit einfach als Marketing zu nutzen? Das ist der House of Sustainability, das ist der Name. Toyota hat das gebaut. Es sind auf 700 Quadratmeter wohnen 2 Personen. Sie hatten 2 Autos im Hallenhof vom Kino. Alles ist natürlich elektronisch auch verknüpft. Ja, es ist keine neue Formensprache, das finde ich wichtig als Erkenntnis. Und das Haus ist wirklich alles andere als nachhaltig, eigentlich in keiner der 3 Dimensionen. Das Haus wurde jedoch gebaut. Jetzt mache ich einen Tapetenwechsel. Jetzt müsst ihr alle Technologien und Entwürfe auf die Seite stellen. Weiß jemand, wie eine Kaffeeplantage funktioniert, eine klassische Kaffeeplantage? Es ist so, es ist eine Monokultur, das ist jetzt einfach ein Beispiel in Kolumbien, habe ich selber nicht gesehen. Das Problem der Monokultur ist, dass sie von Schädlingen befallen wird und es braucht auch Pestizide, um sie zu erhalten. Es gibt eine maschinelle Ernte, es ist eigentlich sehr einfach, das zu ernten, das wird gerupft, die Kaffeebohnen, also die roten kleinen Bohnen, die werden gerupft, aber durch das Rupfen kriegt man nur alle 5 Jahre eine Ernte, also anstelle jedes Jahr. Es ist ein sehr günstiger Verkaufspreis, es kann alles eigentlich maschinell erfolgen. Die Form der Plantage ergibt sich genau aus diesem Konzept einer klassischen Kaffeeplantage. Die Form ist generiert eigentlich durch die Nutzung, wie der Kaffee angepflanzt und geerntet wird. Es gibt tausende solcher Plantagen, es ist keine nachhaltige Plantage. Jetzt weiß jemand, oder ich sage es euch, wie eine nachhaltige Kaffeeplantage funktioniert. Das ist jetzt einfach das Gegenteil mit der gleichen Produktion am Schluss. Schöne Kaffee. Es ist eine große Biodiversität gefordert, also man braucht eigentlich eine Durchmischung von klassischen Kaffeebüschen mit Fruchtpflanzen, die süß sind und die ziehen dann die Ungeziefer an und so ist kein Pestizid notwendig. Diese Fruchtpflanzen, sie haben den Vorteil, dass die Menschen, die diese Bohnen ernten, können auch die Früchte ernten. Sie können in diesem Fall jetzt in Panama Kaffee Ruiz auch ihre Kinder und ihre Haustiere mitnehmen. Das sind arme Leute, sie haben auch noch die Hühner dabei und es wird eigentlich Arbeit generiert am Ort. Und sie können aber ihren normalen Haushalt eigentlich, sage ich mal, mitnehmen. Sie haben sogar am Abend noch eine Ernte. Und es gibt eine jährliche Ernte, weil von Hand gepflückt wird gedreht und durch das generiert die Kaffeepflanze eigentlich jährlich eine Bohne. Dazu braucht es aber einen Absatzmarkt, auch die Wirtschaft muss funktionieren. Es gibt eigentlich vor allem in Europa einen guten Absatzmarkt für solche Fairtrade-Kaffeeproduktionen, die wirklich auf alle Argumente schauen und sind da, ist mir sehr wichtig, dass der Kaffee einfach Fairtrade sein muss. Die Nachfrage ist gegeben. Ich habe diese Plantage mit eigenen Augen gesehen. Zuerst war ich extrem enttäuscht. Es war nicht das Bild, das ich im Kopf hatte von einer Kaffeeplantage. Ich sah nur einen Wald mit Büschen.
Aber das nachhaltige Konzept, das geht gut auf. Erst mit der Erklärung, wie es funktioniert, habe ich eigentlich verstanden und habe begriffen, dass diese Form viel schöner ist. Mir hat der Wald gefallen. Also die Nachhaltigkeit hat hier zwingend eine neue Form generiert. Es ist unmöglich, mit der alten Form einer Kaffeeplantage eigentlich dieses nachhaltige Konzept umzusetzen. Es ist unmöglich, die Form, die kommt. Und sobald ich das verstanden habe, habe ich auch wieder mich glücklich gefühlt. Ich habe eigentlich daran geglaubt, dass es eine umfassende Nachhaltigkeit geben kann. Es ist möglich, aber es generiert eine Form. Philipp gesagt hat, mein Name ist Fabio Cello, ich bin Leiter des Gebäudetechnik Engineerings und fühle mich natürlich brutal in der Unterzahl. Bin gleicher Meinung wie Yvonne. Technik kann das nicht lösen, aber Technik ist Teil der möglichen Lösung. Und deshalb komme ich zu zwei Themen, die mir am Herzen liegen. Das eine ist ganzheitliche Betrachtung und das zweite ist Transparenz. Damit wir uns als Techniker richtig einbringen können bei der Hilfe zu dieser Lösung, braucht es diese zwei Prämissen. Ich muss ein Wort zur BKW sagen, weil es wird, das ist BKW. Das ist BKW, ein Netzwerk von Unternehmungen, eine Familie von Unternehmen, sagen wir. In diesem Netzwerk gibt es Spezialisten für alles Mögliche und die Kunst ist, Probleme so zu lösen, dass die ganzheitlich angegangen werden. Ich schlage mich tagtäglich damit herum, Spezialisten, die es gibt in diesem Netzwerk, richtig zu vernetzen. Das führt dazu, dass wir so Themen wie Gebäude und Areale anschauen können oder leben, weil es gibt Spezialisten zu allem Möglichen, was hier vorhanden ist, fokussiert auf die Themen Energietechnik und Infrastruktur. Aber es gibt auch Spezialisten in allen Bereichen des Lebenszyklus einer Immobilie. Und das Vernetzen dieser Kompetenzen, das ist der wichtige Teil. Und jetzt bitte ich kurz. Philipp hat mir gesagt, wie beeinflusst die Energiezukunft die zukünftige Form? Ja, wir bei BKW setzen uns mit der Frage auseinander, wohin führt die Energiezukunft? Und das ist die Hälfte der gesamten Energie. Ein einfaches Video. Warmwasser und Heizen machen dabei den größten Teil aus. Oft sind Gebäude jedoch energetisch nicht optimiert und verbrauchen daher unnötig viel Strom, Erdöl oder Erdgas. Mit energieeffizienten Eingriffen und intelligenter Wärmenutzung lässt sich der Energieverbrauch jedoch optimieren. Damit kann man viel Geld sparen und gleichzeitig auch den CO2-Ausstoß reduzieren. Zum Glück können Gebäude ihren Energiebedarf immer einfacher, teilweise oder sogar ganz selber decken. Das funktioniert so. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach produziert Energie und wird intelligent mit der Heizung oder der Warmwasseraufbereitung verbunden. Anstatt über Nacht schalten sich Heizung und Warmwasseraufbereitung an, sobald die Energieproduktion ausreicht. Verschwendet wird dabei nichts. Was nicht gebraucht wird, lässt sich einfach in einer Batterie speichern. So lässt sich am Abend, wenn die Sonne nicht mehr scheint, auch noch kochen, beleuchten und fernsehen. Doch auch Ihre Nachbarn können profitieren, denn was nicht sofort verbraucht oder gespeichert wird, wird ins Netz eingespeist. Das Gebäude wird also zum Kraftwerk, das Energie nicht nur produziert, sondern auch intelligent steuert, konsumiert, speichert und weitergibt. Das moderne Gebäude wird damit ein integraler Bestandteil des Energieversorgungssystems der Schweiz. Weil uns das Energieversorgungssystem der Zukunft am Herzen liegt und in diesem Bereich das Potenzial enorm ist,
bieten wir mit einem schweizweiten Netzwerk an Spezialisten Dienstleistungen fürs Gebäude an. Wir bieten sämtliche Projektschritte in der Gebäudetechnik aus einer Hand an, damit der Kunde genau das erhält, was er braucht. Von der Planung über die Beratung und Umsetzung bis hin zur Wartung und Instandhaltung. So gestalten wir sie. Die Zukunft der Energie. Einfach, sicher und vernetzt. BKW hat etwas entwickelt, ein modulares System. Wir können zu einem Einfamilienhausbesitzer gehen. Das ist der Besitzer des Hauses, der Nutzer des Hauses. Der hat ein Interesse an einer ganzheitlichen Betrachtung und an einer nachhaltigen Lösung und kann das sich so modular zusammenstellen und bekommt das. Und es ist transparent, er hat seine App, da sieht er, ob das, was ihm gesagt wurde, was Energieverbräuche sind etc., ob das wirklich der Realität entspricht. Ganz einfach, nur in unserer Realität haben wir es nicht nur mit den einfachen Einfamilienhäusern zu tun, sondern regelmäßig mit komplexeren Aufgabenstellungen. Und da ist es weniger einfach, ganzheitliche Betrachtung und Transparenz zu leben. Damit solche Lösungen möglich sind, jetzt Beispiel ein fast energieautarkes Geschäftshaus, ist das Zusammenspiel vieler Facetten erforderlich. Und das war hier, dieses Konzept ist in der Erstinvestition teurer als eine konventionelle Lösung, aber BKW geht hin und sagt, wir sind verantwortlich für Erstellung und Betrieb, betrachten das Ganze über 20 Jahre und übernehmen die Risiken, die es mit sich bringt und haben das mitgestaltet. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch die Fassade, ist ja egal, ein integrierender Bestandteil dieser Energiekonzeption ist. Also das ist ein Zusammenspiel der diversen Spezialisten, die da erforderlich sind. Weshalb hat das funktioniert? Weil das übliche Schema, der Investor ist interessiert, ein Gebäude zu erstellen und dann wird es verkauft und der Betrieb ist nicht interessant, weil die Nebenkosten werden von den Mietern eh bezahlt. Und die hat nicht er zu bezahlen, weil wir das mit einem Modell durchbrochen haben, dieses System. Und das ganzheitliche Betrachten, das hört nicht bei der Gebäudegrenze auf. Da gehören bei uns auch politische Diskussionen dazu, weil unsere Baugesetze betrachten Gebäude als einzelne Gebäude und nicht Systeme, die sich sinnvoll kombinieren ließen. Da, auch in diesem Bereich laufen viele Diskussionen und es muss sich einiges verändern. Ganzheitliche Betrachtung und Transparenz gehört zu dieser ganzheitlichen Betrachtung dazu. Ein Beispiel, das Thema BIM, aber das ist nur ein Beispiel, was für mich mustergültig ist mit dem, was sich jetzt verändert, dass nicht mehr irgendjemand im stillen Kämmerlein irgendwas rumbastelt und das ist eine Blackbox und man weiß nicht, weshalb das so ist, sondern die Digitalisierung führt primär zur Transparenz. Und ganz ein wichtiger Teil dieser Transparenz für uns ist, die Folgen sichtbar zu machen von gewählten Lösungen. Nicht nur ein Label, ein Zertifikat haben, sondern die Realität dann zu zeigen. Das ist das Monitoren, wie dann diese Gebäude wirklich funktionieren. Nicht nur Sustainability auf dem schönen 700 Quadratmeter Gebäude zu schreiben, sondern dann den Beweis anzutreten, dass es wirklich so ist. Und ich kann euch nicht sagen, wie die Form der Gebäude in Zukunft sein soll, damit das optimal funktioniert. Aber ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam ein Interesse haben müssen, dass wir das ganzheitlich betrachten und nicht nur partikuläre Interessen umsetzen. Und dazu verhilft uns Transparenz
im Prozess und Transparenz vor allem im Betrieb, was nachher aus unseren Ideen geworden ist. Was machen wir bei BKW? Nicht nur davon erzählen, sondern das ist ein Beispiel. Wenn du willst, kannst du. Also, aber es ist nicht so spannend, nicht das HoloLens-Bild ist spannend, sondern was wir machen. Wir sind jetzt hingegangen und haben gesagt, wir haben ein 20.000 Quadratmeter Grundstück, das gehört uns. Es kommt eine Nutzung auf dieses Grundstück für eine unserer Firmen. Und wir gehen jetzt hin und gestalten diesen Prozess ganzheitlich. Also wir sitzen mit den Projektentwicklern zusammen und mit den Nutzern und beziehen die Facility Management Leute mit ein. Die müssen diktieren, was sie am Schluss im Betrieb benötigen. Dann kommt als nächste Stufe der ganze Realisationsteil. Die sind mit einbezogen im Pflichtenheft dieses Projektes. Die diktieren, was gemacht werden muss in diesem Projekt. Und erst dann kommen wir Planer, Technik und Architekten. Wir müssen das so bereitstellen, dass der Betrieb nachher richtig funktioniert. Und das können wir als Musterbeispiel uns erlauben, weil wir wieder die Möglichkeit haben, das ganzheitlich zu betrachten. Studentin noch anders gesehen. Architektur verhindert auch keine Kriege und sie schafft auch sicher nicht den Turnaround in der Energiekrise. Aber sie kann, wie immer, einen relevanten Teil beitragen. Sie kann durchaus zu einer höheren Lebensqualität verhelfen. Sie kann Raum für gleichberechtigte Begegnungen schaffen. Sowas kann Kriege verhindern. Und sie kann ganz sicher auch einen Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs leisten. Allerdings nicht durch die Architekten. Zumindest nicht durch uns Architekten allein. Architektur wird ja nie allein von Architekten geschaffen und so können die auch gar keine Lösung allein finden. Architektur kann nämlich nur dann entstehen, wenn Bauherr, Planer und auch alle anderen, die dazugehören, die beitragen, die an der Sache zusammenarbeiten, gemeinsam dafür einstehen. Nie ist es nur der eine oder die andere, es sind immer viele Handelnde und der Architekt spielt eine wirklich gewichtige Rolle in diesem Team aus Handelnden und diese Rolle sollte er auch dringend wahrnehmen, bewusst einnehmen. In diesem Schaffensprozess gibt es Phasen, die in der Planung und Herstellung von Bauwerken auftauchen, die allen bieten sich mehr an, zukünftige Probleme anzugehen und es gibt Phasen, die bieten sich deutlich weniger an. Im Entwurf ist vieles möglich. Während der Antragsplanung ist es schon ein bisschen weniger. Wir sind uns einig, so wichtig die Umsetzung und das Bauen selber nachher sind, so wenig sind sie geeignet, um zukünftige Nutzungen oder gerade den Betrieb zu prognostizieren oder das auch noch irgendwie einfließen zu lassen. Das geht einfach besser im Entwurf. Dann, wenn die Form noch nicht konkret, die Konstruktion noch offen und die Materialisierung noch frei sind, da können wir Entscheide treffen, die einen großen Hebelarm haben, eine hohe Tragweite. Da kann berücksichtigt werden, was denn überhaupt in Zukunft benötigt wird. Wissenstheoretisch betrachtet nutzen die Architektinnen und Architekten hier nämlich sogenanntes Schöpfungs- und Erfindungswissen. Das klingt wahnsinnig frei und ein bisschen nach biblischer Schöpfung oder nach Buntstifterfindung, musisch erhellter und weltlich entrückter Architekten, aber das meine ich gar nicht. Es geht nämlich beim Entwerfen tatsächlich, im Gegensatz zur Lösung von bereits bekannten Problemen oder beim Beantworten von Fragen. Es geht wirklich um das Antizipieren, um das Vorausschauen. Was könnte denn problematisch sein später? Was für Entwicklungen könnten wir erwarten für Gebäude, die ja noch gar nicht da sind im Entwurf, noch überhaupt nicht klar sind? Man könnte sagen, die Architektur ist eine Wissenschaft des Prognostizierens, die Fragen beantworten möchten, die noch gar nicht gestellt wurden. Das macht das Entwerfen schwer und gleichzeitig ganz wunderbar.
Wer es tut, sollte seinen Geist weit öffnen für die Dinge, die da kommen könnten. Raum. Um Energieverbrauch zu minimieren, müssen wir erstmal schauen, wo sie denn genau verbraucht wird. In einem relevanten Maß wird sie durch die Herstellung verbraucht, also da, wo wir Raum erstellen, die Konstruktion und den Ausbau. Weiter wird ein beachtliches Maß an Energie da verbraucht, wo dieser Raum an und für sich nicht ausreicht und wir zusätzlichen Aufwand betreiben müssen, um das Leben an die äußeren Bedingungen anzupassen. Also da, wo die Klimaeinflüsse auf den Raum unerwünscht sind und wir mit Wärme und Kälte nachsteuern müssen. Als drittes benötigen wir Energie für den Komfort in diesen Räumen, seine Belichtung, seine Belüftung. Ursprünglich waren diese drei Bereiche, war von diesen drei Bereichen eigentlich nur der erste Aspekt an Energie- und Ressourcenverbrauch mal gekoppelt. Nur die Erstellung von Raum, Materialisierung. Die beiden anderen Phänomene, der Umgang mit Klimaeinflüssen sowie die Erzeugung von Raumkomfort, waren vielmehr der Form als dem Einsatz von Energie verpflichtet. Es waren gestalterische Ansätze, die Lösungen für Hitze- und Kälteprobleme boten und auch der Grad an Komfort wurde mal durch Form gelöst. Sich diese gestalterischen Ansätze anzuschauen und aus dem Anschauen heraus auch Prinzipien für diese aktuellen Themen zu entwickeln, so ist das Autorenteam, da sitzt ja hier, beim Klima des Entwurfsfaktors bei diesem Buch, für das ich da gefragt wurde, vorgegangen. Ich will aber trotzdem nicht auf das Buch eingehen, es tut mir leid, ich verweise da einfach nur drauf. Ich komme nochmal zurück, wenn wir beim Entwerfen bereits projizieren, was diese zu entwickelnden Räume an klimatischen Einflüssen erwartet und wie wir damit umgehen können. Wenn wir wirklich gestalterisch darauf eingehen, dann minimieren wir ganz automatisch Energie- und Ressourcenverbrauch. Ich weiß, das wird nicht immer erwünscht, das wird auch nur ganz selten bestellt und es wird fast nie bezahlt. Aber es wäre ein Ansatz, wie wir Architekten und Architektinnen disziplinimmanente Lösungen suchen könnten. Herausfordernd, ganz klar, überhaupt nicht einfach, aber ganz, ganz nah am Kernthema der Architektur, am Entwerfen von Raum. Der dritte Teil, Zeit. Ein Rückblick in die Geschichte inspiriert und ist wichtig, um zu schauen, was jetzt gerade passiert und dann, wie beschrieben, in die Zukunft überhaupt hineinarbeiten zu können. An das Bauen wurden und werden immer diverse Anforderungen gestellt. Neben dem schlichten zur Verfügung stellen von Raum gibt es, wie bei allen kulturellen Artefakten, immer auch darüber hinausführende Absichten. Unsere Vorgängerinnen und Vorgänger hatten es mit ganz verschiedenen Themen zu tun, das kann man festhalten. Kurz nach der Höhle gab es in der Architektur mehr zu machen, als nur ein Dach über den Kopf zu schaffen. Es ging um das Repräsentieren auf unterschiedlichste Art und Weisen. Es ging um das Schaffen von Raum, schnell und viel, befestigen und schützen, vermitteln ganz spezifischer Referenzen, darstellen ideeller Ordnung, das Umsetzen spiritueller Sehnsüchte, um nur ein ganz paar Sachen zu nennen. Anforderungen sind also keinesfalls in der Architektur auf reine Funktionserfüllung beschränkt. Sie waren immer auch Gestaltgeber und damit Inspiration. Ein Bruch hat die Moderne herbeigeführt, wir haben das schon gehört. Die postmodernen Anforderungen zur Formgebung einzusetzen, fällt uns irgendwie ein bisschen schwer. Lieber delegieren wir die naturwissenschaftlichen und physikalischen Zusammenhänge unserer Entwürfe und wundern uns dann, wieso die Fachingenieure und Experten für ihre Lösungsansätze so viel Geld umsetzen können, während der Einfluss der Architekten nicht gerade zunimmt, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir alle wissen, dass Gebäudetechnik aktuell ein Thema ist, bei dem viel Geld fließt, in das viel Hoffnung gesetzt wird, um die Energieminimierung zu erreichen. Nun ist es aber, wie schon besprochen, die Aufgabe des Entwerfers, Ansprüche und Anforderungen im Projekt zu antizipieren und in die Gestaltung von Raum auch mit einfließen zu lassen. Die gestiegenen Ansprüche hinsichtlich der Energieeinsparung sind erst aktuell und sie werden, wir sprechen heute über Schweiz 2050, sicher schärfer werden. Die genuinen architektonischen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, zum Beispiel hier beschrieben, die habe ich bereits erwähnt. Doch sie allein werden wohl kaum ausreichen. Bei dem hohen Komfortanspruch, den wir haben und der eher generischen Bauweise, auch das haben wir schon gehört, die unsere Bauten heute konstruktiv ausmacht, also wenig lokal geprägte Erstellung, bei der beispielsweise klimatischen Vorkommnisse auch bereits berücksichtigt wurden, das wird kaum ausreichen. Wir werden Technik benötigen, um unsere Ansprüche auch wirklich umsetzen zu können. Allerdings, und da komme ich auf Christian Hönger zurück, bin ich skeptisch, wenn wir diese Technik zum Tuning der Räume einsetzen. Den Begriff finde ich wunderbar und der drückt es ganz genau aus. Es ist ein Dilemma. Bleibt der Raum in seiner Gestalt befreit von den Ansprüchen, die Klima und Komfort an ihn stellen, dann bleibt er immer ein generischer Raum. Und so wird Technik gebraucht und genutzt, um ihn überhaupt nur bewohnbar zu machen. Teure, ressourcen-, energieintensive Technik, die erstmal betrieben werden muss.
Es sollte unserer Meinung nach einen anderen Weg geben. Einen, der Technik nicht als Tuning versteht, dessen Apparat man in kurzen Abständen austauscht und ohne jegliche Interaktion mit dem Bauwerk. Sozusagen Plug and Play, das wollen wir nicht. Und hier schließt sich noch der Kreis, da komme ich dann zurück. Wenn der richtige Augenblick für eine hohe Wirksamkeit der Entwurf ist, dann gehört der Gebäudetechnikingenieur nun mal an die ersten Skizzen. Wie der Tragwerksplaner vor einigen Jahren vor allen Dingen hier in der Schweiz nicht mehr einfach nur den Entwurf bitte zum Halten bringen sollte, sondern als Konstrukteur eingeladen wurde, an der DNA von Bauten mitzuarbeiten, sie mitzuentwickeln, so können wir uns das heute auch einfach nicht mehr leisten, einen Gebäudetechnikingenieur zu fragen, wie groß denn dann der Schacht werden muss für seine Anlagen, die er da später einbauen will. Er ist ein Teil des Teams der Handelnden für gute Architektur und er muss diese Rolle auch einnehmen. Er ist kein Dienstleister mehr. Er muss dann mitarbeiten. Wir alle, der Ingenieur und der Architekt, benötigen einen erweiterten Blick für die kulturelle Relevanz vom Energieeinsatz beim Bauen. Nur dann können wir die Anforderungen antizipieren und auch 2050 noch gute Räume gestalten. Wenn ganz ungebunden von den Anforderungen wieder kommen, seien es Anforderungen an Funktionen, Absichten, einen Ausdruck oder Erwartungen an die Erstellung von Bauwerken, sie müssen sinnvoll umgesetzt werden, nur dann ist Architektur nachhaltig. Und dann kann und wird sich diese Nachhaltigkeit auch in Form und Erscheinung ausdrücken, allerdings nie in einer nachhaltigen Form per se, denn die gibt es ganz sicher nicht. Danke. Für die Einladung, der Titel, das war ja relativ spontan, der Titel hat mir natürlich unglaublich gefallen und deswegen habe ich auch ganz gut gehabt. Ich habe ihn ein bisschen verändert und werde deswegen, also ich habe beide Teile dieses Titels auf die gleiche Ebene gehoben. Ich glaube, ihr habt Form klein und Zahl groß und ich finde, man kann das nicht tun, es ist beides gleichwertig. Ich nehme es jetzt doch nochmal auseinander. 2050, ich gehe davon aus, oder ja, das ist die Energiestrategie, es ist eigentlich ein Energiegesetz. Gesetze sind Rahmen, also bilden Rahmenbedingungen, Spielregeln für uns alle, für auch ganz viele andere. Es ist ein politischer Kompromiss in meinen Augen. Ich hoffe, es wird irgendwann ein gesellschaftlicher Konsens. Das wäre äußerst notwendig. Ja, die Rahmenbedingungen für uns, jetzt als Architekten gesprochen, die Gebäude sind nun mal ein großer Teil von diesem Energiegesetz. Wir wissen das alle, 40% Energiebedarf, ungefähr ein Drittel CO2-Emissionen. Und das Zweite, das ist natürlich das mit meinem Hintergrund, da poche ich immer drauf. Energie macht die Erde nicht warm und nicht kalt. Oder verändert das Klima nicht, sind die GWPs, also Global Warming Potential, und da müssen wir einfach runter. Und da müssen wir viel, viel, viel mehr runter, als wir das bisher tun. Deswegen, ich rede jetzt nicht über unsere persönliche Arbeit, aber wenn wir irgendwo am Tisch sitzen, dann stehen wir auf, wenn das nicht das zentrale Thema ist in unserem Bereich. Und wenn man diesen Wechsel dann endlich mal vollziehen würde, dann wäre das, es ist nicht nur ein gutes Ziel, es wäre auch ein wichtiger Teil für die Lösung. Warum? Jedes Gebäude braucht Energie, es gibt kein Null-Energie-Haus und jedes Gebäude steht aber auch in einem energetischen Kontext. Ich finde auch diesen Begriff von energieautarken Haus, man kann das machen als Experiment, aber ich finde das nicht zukunftsträchtig. Wir bauen Häuser in einem Kontext, in allen möglichen Arten von Kontexten und das ist fängt beim städtebaulichen Kontext an, im sozialen Kontext, auch eine Kanalisation baut niemand für sich alleine, geschweige denn eine Schule und so weiter. Warum also die Energiefrage oder auch die Emissionsfrage autark lösen? Was wir einfach wissen, das ist eine Darstellung von Rainer Bernheim also aus den 70er Jahren, wo dieser Diskurs endlich aufgekommen ist. Wir haben ein Ziel, wir wollen darin warm haben oder kalt, das wird immer also kühler, das wird immer wichtiger. Und wir haben dazu alle möglichen Arten von beschränkten Ressourcen, wir können sie unterschiedlich einsetzen. Aber wichtig ist einfach, wir haben ein Ziel und wir haben verschiedene Wege. Und das heißt jetzt, diese Ressourcen, die wir haben, die sollten wir möglichst intelligent einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen.
Und offenbar wird das nicht immer so gemacht, oder es wurde einfach sehr lange nicht so gemacht. Das ist jetzt ein Ingenieur oder Chemiker, aber ihr kennt ihn bestimmt sicher alle, von der EMCA. Auch er sagt, das Ziel ist ganz klar, Wege gibt es viele, und jetzt, warum passiert das nicht? Ich meine, da gibt es einfach sehr viele Vorurteile, oder auch einfach, Planungsteam sitzt am Tisch, dann heißt es ist zu teuer, es funktioniert nicht, es braucht zu viel graue Energie oder was auch immer. Das sind alles Rechnungen. Rechnungen macht man mit sehr vielen Variablen und man braucht sehr viele Annahmen dazu. Und je nachdem, wer das rechnet, und das ist eine Frage, die besprechen wir, glaube ich, nachher, kommt es halt darauf an, was dann das Resultat ist. In meiner persönlichen Arbeit finde ich aber, sind es oft nicht nur irgendwie andere Annahmen, sondern es ist auch einfach sehr viel Bequemlichkeit dahinter. Weil es ist natürlich einfacher, Technologien oder Wege zu beschreiten, die man schon kennt oder gut kennt und auch einfach gehen kann, als etwas Neues auszuprobieren. Und zur Finanzierung haben wir ja vorher gesehen, da gibt es jetzt ganz große Konzerne, die tausendmal mehr Leute haben als unsere, und die bringen da die Lösung zur Finanzierung. So, jetzt kann ich endlich zum zweiten Teil kommen, zur Form. Das ist spät, ja, die Zahlen, die dominieren halt. Ich hoffe, das wird zumindest heute Abend mal ein bisschen mehr über die Form sprechen. Nochmal zu den Zahlen, die sind wichtig, das habe ich persönlich auch gemerkt. Ich durfte die simulieren bei Hansa bleiben, gut, aber ich musste mir die Größenordnung merken, und das funktioniert. Also einfach einordnen von den Ingenieuren, irgendwie alles Wissen irgendwie reinnehmen, ein bisschen was verstehen und dann weiterarbeiten, wie wir uns das gewohnt sind. Weil Details, die schrecken ja oft ab, also diese Zahlenberge und so weiter, da kommen wenig damit klar. Gut, Form, Gebäude, ist es Städtebau, ist es, ist 5 Minuten, so. Städtebau, es kann aber auch Nutzung sein, finde ich, also formieren, kann auch eine Organisation sein, die man formiert, es kann ein Prozess sein, und das sind ja eigentlich alles Kernkompetenzen, sage ich mal, die Architekten, die Architektinnen, und wenn wir die zusammenkriegen, dann glaube ich, dann können wir eben dann aus dem wieder ein Ganzes machen, und ich gehe auch davon aus, dass das uns weiterbringt, uns zusammen und uns auch als eine Berufsgruppe. Was es dazu braucht, ist, das habe ich selber erfahren müssen, als blutjunger Architekt in einem riesigen Planungsteam, es braucht ein bisschen Wissen, aber nicht zu viel, weil sonst verliert man sich schnell. Detail, das kann man sich, früher hat man sich das in die Bibliothek geholt, heute gibt es neue Formen oder eben die Fachplaner oder auch ganz externe Menschen oder Fachleute. Und was einfach dann ganz wichtig ist, wenn man diese Größenordnung mal hat, dann muss man mit denen arbeiten und irgendwie diese Leute mit dem Detailwissen halt auch herausfordern. Was ist denn dein Ziel, wenn du jetzt das vorschlägst? Also warum schlägst du jetzt diese Lösung vor? Und nicht einfach, okay, der hat das jetzt gemacht und ich nehme das mit. Gut, und dann, wenn man, finde ich, muss man ein bisschen Mut haben, auch mal zu experimentieren. Diese ganzen Sachen zusammen irgendwie zu fügen und auch dann etwas mal eine kurze Zeit auf der Seite lassen und dann wieder reinnehmen und das Ganze zu einer Synthese versuchen, zu einer Synthese zusammenzubringen. Und was ist das? Das ist eigentlich ein architektonischer Entwurf, nichts anderes. Wir haben auch so ein Experiment gemacht, das habe ich versprochen, dass ich jetzt darauf komme. Es ist lustig, dass da HSM-Leute en masse sitzen, aber keine von der ETH, also von denen, die nicht dort studiert haben, sondern jetzt nicht dort lehren. Da gab es auch Angst und Unwissen, aber es gab auch ein Interesse daran, weil du mal einer der konservativsten, aber gleichzeitig eben auch progressivsten Professoren, Bernislav Schick, sein Interesse war, das Bekannte mit dem Neuen zu mischen, um seine Worte zu benutzen. Das Wissen, das haben wir Ihnen zur Verfügung gestellt, respektive Arno Schlüter, also intern, Professor für Gebäudetechnik. Dann Konstruktion braucht er auch dazu. Dozent von der Studie. Und dann viel wichtiger, an was soll man sich denn orientieren? Und das war echt schwierig.
weil wer vermittelt das? Es gibt, du hast in 3 Büros gearbeitet, die alle früh in der Phase waren, aber die sind relativ schwer am Redner zu vermitteln. Dann haben wir zum Glück Huckenberger Füß gefunden, die auch ihren Experimentalteil gemacht haben. Und Ingemar Vornweide von Jessen Vornweide, und das war halt für die Studenten dann, und auch für Miroslav Schick, das waren Leute da, die kannten deren Sprache, die kannten deren Argumente und deren Arbeitsweise. Und dann zusammen mit dem Herr, der dort sitzt und das Ganze publizistisch begleitet hat, haben wir den Studierenden die Aufgabe gegeben, entwickelt selber eine Haltung. Wie geht ihr mit dem Material um? Wie geht ihr mit dem, es waren nur aktive Technologien. Wie geht ihr, wie integriert ihr das in eure Architektur? Was ist daraus rausgekommen? Es war natürlich ein strenger Rahmen bei Miroslav Schick. Es sind unglaublich gute Bilder rausgekommen, das habe ich gefragt. Das gibt es selten. Die meisten haben sich an den Vorbildern, die wir ihnen gezeigt haben, orientiert. Also diese Heimat da, das ist nicht so gut. Teilweise waren die total unökonomisch, das ist klar, das passt nicht in einen Semesterentwurf. Die waren dann auch teilweise ein bisschen baukonzeptiv schon weiter. Camouflage, das war ein Thema, was Axel sehr gezeigt hat, war der Renner. Also nicht mehr die Technologie zeigen, sondern eben die Verstärkung. Dann gab es ein bisschen Einsetzen als Ornament, was trotzdem auch funktional als Sonnenschutz. Dann einfach den sehr pragmatischen Ansatz, ich nehme Standardsachen, integriere sie und decke sie ab, dort wo ich sie nicht sehen will. Und dann ein, zwei Studierende, die gesagt haben, mir reicht es eigentlich nicht, was der Markt bietet. Ich will etwas anderes haben. Und jetzt muss ich schon. Ja, bitte. Also Schlussbild, ein Experiment, nicht aus unserer eigentlichen Arbeit, aber unglaublich spannend auch für mich persönlich, ich glaube auch für alle anderen Beteiligten, insbesondere für den Herrn da in der Mitte, der das Thema jetzt noch zwei Semester weiter bringen will, also seine 2 letzten Semester. Und er war auf eine Art und Weise dankbar, dass er wieder etwas Neues gekriegt hat, was er mit dem Bekannten, was sie 30 Semester lang durchgerattert haben, neu vermischen kann. Ja, fantastisch. Herzlichen Dank für diese verschiedenartigen Beiträge. Das ist echt eine breite Palette. Und ich möchte mit einer Provokation beginnen. Jetzt hat die BKW, ein großer Konzern, hat eine große Kampagne gestartet, Plakate, Zeitungsinserate mit Häusern, die voll Solarpaneele sind und eigentlich der Öffentlichkeit vermittelt, wir haben die Lösung für die Zukunft, wenn ihr nachhaltig bauen wollt, dann sieht das so aus, kommt zu uns. Und es scheint ja auch, dass auch in der Disziplin jetzt hier eigentlich von Engineer-Seite, obwohl du kein Engineer bist, aber von Engineer-Seite eigentlich zu den Architekten mit diesem Thema getreten wurde, jetzt in deinem Fall. Warum haben die Ingenieure in dieser Frage die Nase vorn? Sind die Architekten einfach zu wenig kreativ? Darf ich? Ja? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, das, was ich vorhin sagte, dass der postmoderne Architekt, weil er nämlich, und da widerspreche ich dir ganz klar, eben nicht mehr mit Visionen arbeiten kann und darf. Die Zeit ist einfach vorbei. Die großen Visionen, das geht nicht mehr mit unseren abgeklärten postmodernistischen, reflexiv modernen Einstellungen. Das ist extrem schwierig, da noch Visionen zu entwickeln. Und der Architekt ist ein Generalist. Das ist ein hochspezifisches Thema, von dem viele Leute, Laien, wenig Ahnung haben. Energie, das ist das, was aus der Steckdose kommt am Schluss des Tages. Und gerade das Bauen in seiner Komplexität ist nicht allen Leuten bekannt. Deswegen haben die das Gefühl, das werden die Experten lösen können.
Der Architekt ist aber ein Generalist, der seit tausenden von Jahren eigentlich immer dasselbe macht mit dem dicken Bleistift und der Zeichenrolle. Natürlich sind wir viel mehr, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das oft das Gefühl. Und wir sind ja ein Teil des Problems auch gewesen. Die Bauten, die wir gebaut haben in den letzten Jahren, sind ein Teil des Energieproblems, der Ressourcen, die wir verbraucht haben. Also hat man das Gefühl, jemand anderes wird das schon lösen können. Und ich glaube, da kommt ein bisschen dieses Gefühl her, und das ist weniger, glaube ich, für Disziplin und ja, weder ihr habt das Gefühl, ihr könnt es alleine lösen, noch wir. Aber der Laie an und für sich da draußen hat man einfach das Gefühl, weil eben der Architekt Generalist ist, kann er so ein spezifisches Problem doch gar nicht alleine ansehen. Und da unterstütze ich ihn und sage, stimmt, kann er auch nicht alleine, aber er sollte natürlich als Generalist die Fäden in der Hand behalten. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, es besteht eher eine Angst, also die Gebäudetechnik hat eigentlich keine Angst, dass das hässlich wird. Und ich glaube schon, ich spüre eine Angst, also wenn wir einen Auftrag geben, jetzt untersucht eine Variante, auch mit Solaraktiv, dann besteht eine Angst, überhaupt das schon aufzuzeigen. Also es schmerzt schon die Hand mit dem Stift. Und das hat der Gebäudetechniker natürlich nicht. Er findet das auch schön, dass man das sehen kann. Und ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass der Architekt schon weiter denkt, wie sieht es aus, und das gefällt ihm aber vielleicht nicht so. Und es wäre schön, er würde einfach mal sagen, ich zeige es jetzt mal, dann diskutieren wir darüber. Oder das Material muss sich weiterentwickeln oder irgendwas. Aber so diese Angst, diese Variante schon gar nicht in Betracht zu ziehen, die spüren wir sehr als Bauherren. Wir bestellen eigentlich Themen. Und das, nur schon das zu diskutieren, ist schwierig. Also Tina hat gesagt, es braucht keine Visionen. Stimmt das? Brauchen wir heute absolut keine Visionen mehr, um dieses Thema voranzutreiben? Aber ich würde es heute nicht gebrauchen, keine. Ja, schön, wenn es ist schwierig. Können Sie heute, ich glaube, die Zeit glaube, der großen Vision ist ja vorbei. Also diese Radikalität, die eigentlich, ich glaube, sie sich leisten konnte eigentlich, und vielleicht trauen wir uns aber auch nicht. Also müssen die Visionen eigentlich von einem Energiekonzern letztendlich kommen, der in der Bresche springt und sagt, hey, schaut, wir machen euch die ganzen Häuser voll Solar. Also und wir haben die Zukunft, die Vision, alle Gebäude sind vernetzt, sie stellen Energie her, alles ist sauber, kommt zu uns, BKW. Genau. BKW ist ein Unternehmen und hat natürlich Werbung zu machen für Lösungen. Und das habe ich mit dem Video gezeigt. Du kannst, es gibt schon einen Bereich, wo du plakativ irgend sowas bringen kannst. Aber das ist ja nicht die Realität, in der wir uns bewegen. Und mein Erlebnis in vielen Jahren Gebäudetechnik Engineering ist, die Lösungen, die nachher auch Architekten befriedigt haben, waren solche, wo sich die Architekten auf diesen Diskurs eingelassen haben. Also in meiner Geschichte gibt es Objekte, da standen den Architekten am Anfang die Haare so und nachher war das ein Alleinstellungsmerkmal ihres Entwurfs. Aber da geht es darum, alle müssen sich auf dieses Thema einlassen. Wir Gebäudetechnikplaner sind uns das ein bisschen mehr gewohnt, wir müssen das, wir können nicht ohne Architekten. Aber Architekten sollten das auch wollen, sich auf dieses Gespräch einzulassen. Darf ich da ganz kurz einmal reingehen? Ich glaube, dass Architekten wunderbar mit Fachplanung können. Die können ja auch nicht ohne. Das vom Statik bis sonst wohin. Die können ja auch nicht ohne. Genau. Wir haben einfach kurz verschwenkt. Wir haben ganz interessant bei dem Buch, Ivan mag sich gut erinnern, das zusammen gemacht. Der Christian war auch dabei. Genau diese Rolle gehabt. Der Gebäudetechnik-Ingenieur ist ein bisschen anders als der Architekt, manchmal der Meinung, das sei eben nicht das gemeinsame Werk. Wir haben das oft erlebt, dass die Leute sagten, ja, ihr sagt mir die Frage und ich gebe euch die Antwort. Eine Dienstleistung. Gebäudetechnik ist oft eine Dienstleistung und das funktioniert nicht. Und das ist, was ich vorhin noch sagen wollte. Es muss ein gemeinsames Werk werden. Das ist auch das, was ich von dir raushöre, aber es ist nicht das, was wir oft erleben. Also selbst hier bei so Forschungsgeschichten wird eine Rolle eingenommen, die so ein bisschen, was soll ich lösen? Was wollt ihr erreichen? Und mit der Haltung kommen wir alle keinen Millimeter weiter. Ich glaube, alle sind gewillt, am Diskurs teilzunehmen. Aber es muss ein gemeinsames Ziel geben, und das heißt am Schluss ein Gebäude errichten und nicht Zahlen erreichen. Das muss ganz klar sein. Ist diese geteilte Autorenschaft, wie sie vorschlägt, vielleicht auch ein Hinderungsgrund, dass die Architekten sich nicht darauf einlassen wollen und sie sagen, meine Räume so, wie ich sie denke, müssen autonom sein und ich möchte mich nicht auf diese Reise einlassen? Grundsätzlich ist Architektur autonom. Wie erlebst du das, Niklas, in der Praxis? Und
unbedingt. Ich begleite zurzeit wirklich viele Architekten bei Wettbewerben. Ich schreibe denen dann als Architekt das Energiekonzept für ihren Architekturwettbewerb. Dass mein Name dann auf dem Verfasserblatt ist, da muss ich schon fast dafür kämpfen. Und wenn man sich dann die 150 Abgaben anguckt, dann ist mein Text eben so lang. Und bei anderen stehen zwei Sätze, unser Gebäude ist nachhaltig. Das ist aber eine Frage der Bestellung. Ich weiß, die Stadt Zürich zum Beispiel geht dann teilweise in meinen Augen fast zu weit, weil sie dann schon fast Vorgaben machen, das und das und das muss gemacht werden. Und dann spielt man Tetris und bringt die ganzen Sachen rein. Aber bei anderen Wettbewerbsausloberen ist einfach, wird auch nicht gefordert von den Fachingenieuren, wenn dann vom Bauingenieur. Also man kann als Architekt, wenn man mit einem guten Bauingenieur zusammen einen schönen Entwurf macht, dann wird es wahrgenommen. Aber die Energietechnik zum Beispiel, da wird nie was gefordert. Also da wird eigentlich nur, erfülle bitte dieses Label. Und das ist ja nicht ein, bring uns eine Idee, wie wir dieses Gebäude in deinem Themenbereich irgendwie weiterbringen können. Und das, ich finde es schade, es gibt ganz, ganz wenig Bauherrschaften, die Wettbewerbsprogramme ziemlich offen und mit Zielen vorlagen. Und dann kann man dort auch wirklich Grips reinstecken. Dann ist aber die zweite Schwierigkeit, dass man dann eben auch, wenn es dann ums Preisgeld verteilen oder was auch immer, auch ein Stück vom Kuchen kriegt. Das ist interessant, es geht ja auch in Richtung, also wenn es ein Konsens heißt, dass es in Richtung geteilte Autorenschaft geht. Es gibt ja auch Vorläufer, wo die Haustechnik wenn wir ein bisschen bei der Haustechnik bleiben, die einen viel gewichtigeren Einfluss auf den Entwurf hat, also beispielsweise das Centre Pompidou, wo es eine Vermischung von Engineer, also Struktur, Statik und Gebäudetechnik, Engineering ist. Und natürlich, aber heute spricht ja niemand mehr von den Gebäudetechnikplanern, die das damals gemacht haben, sondern alle wissen Richard Rogers, Norman Foster. Sind wir tatsächlich in einer Zeit, wo eine solche Radikalität, wie sie beim Centre Pompidou, wo sich räumliche Struktur und Gebäudetechnik gegenseitig bedingen, ist so etwas überhaupt noch möglich? Erstens in einer geteilten Autorenschaft und zweitens in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, wo wir ein gigantisches Normenwerk haben. Haben wir diese Freiheit überhaupt? Was ist deine Einschätzung, Ivan oder Fabio? Ivan? Ja, ich glaube, die Hinweise, ja, dass alles zu eng und zu klar schon gefordert wird und auch die Normen, es gibt wirklich viele. Was ich aber auch halt merke, wenn es gar keine Ziele oder keine Formulierung gibt, aber wir haben letztens Jahr gesagt, ihr könnt alle Label weglassen, ihr müsst einfach eine gute Jahresbilanz bringen, es hat keiner einen Vorschlag gebracht. Also es war wie so, nicht, dass man immer nur, aber wenn man gar nichts Klares fordert, dann kommt auch wieder nichts. Ich finde, es ist ein sehr schwieriger Mix, auch jetzt mit dieser Abstimmung wieder. Eigentlich, es ist ein klares Ziel, aber wie die Umsetzung jetzt passieren wird, das wird, ich glaube, bin ich sehr gespannt, weil die Frage ist wirklich, wird es über Vorschriften laufen? Und das Schöne wäre, es wäre ein freiwilliger Beitrag, ein konstruktiver Beitrag, der ganz verschieden aussehen kann, muss nicht immer gleich aussehen. Und wir spüren aber irgendwie nicht die Gegenvorschläge zu diesen klaren halt Normen, wie sie sind. Und was wäre ein Radikal? Eher von den Gebäudetechnikern, würde ich jetzt sagen, wie von der Architektin. Also, ich glaube, niemand hat im Entwurfsprozess Freude daran, wenn er einfach nur Einzelnormen umsetzen darf. Also auch der Ingenieur hat keine Freude daran. Und was natürlich in der Vergangenheit insbesondere passiert ist, ist, dass man Forderungen über Einzelgesetze eingefordert hat. Und das Systemdenken, das ist ja auch ein bisschen anspruchsvoller. Weil irgendjemand erzählt dann, was das für einen Gesamtenergieverbrauch ist, und dann muss jemand das verstehen können. Es ist einfach einfacher nachzuvollziehen, ob ein U-Wert eines Fensters oder einer Fassade eingehalten wurde. Aber damit verhindern wir teilweise auch die beste Lösung. Und also wir kämpfen ganz sicher für Systemvorgaben und Systemgedanken. Was wäre denn heutzutage noch ein radikales Projekt, wenn wir über Form und die Zukunft sprechen? Also du sagst, der Architekt ist, das Verständnis des Architektenberufes ist eigentlich seit 2000 Jahren das gleiche, nur mit ein bisschen anderen kulturellen, lokalen und vielleicht ein bisschen technischen Gegebenheiten.
können wir überhaupt noch radikal sein diesbezüglich? Ich glaube schon, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn wir wirklich über das System gehen und sagen, wir schauen uns am Ende das System an und gucken nicht hier den Haken und da den Haken, wo das verwendet und das eingehalten, wir reden nicht über Zahlen, sondern über das Ganze. Und das kann ein Quartier sein, kann auch mal eine Stadt sein, wobei das schon große Systeme sind, die wahrscheinlich einfach am Ende des Tages wirklich noch schwer zu überschauen sind. Aber wenn wir sagen, ein Gebäude, und wir schauen uns das ganze Haus an und beziehen eben auch den Nutzer, die spätere Benutzung und die mögliche Entwicklung mit ein. Also das, was ich vorhin vom Antizipieren gesagt habe, also überlegen, was kommen könnte. Ich glaube, dass wir dann auch in der Lage sind, Dinge weiterzuentwickeln und sehr inspiriert miteinander im System zu arbeiten. Ich bin sicher, dass die Architekten das können, die konnten das immer schon. Die Anforderungen, die alten Häuser, ich meine, der eine wollte sein Stroh trocken haben und der nächste wollte seine Macht demonstrieren und der übernächste seine Spiritualität in irgendeinem Dom ausdrücken und die Architekten sind das immer mitgegangen, wenn der Auftraggeber es bestellt. Es braucht einen guten Besteller, der das Kompetenzen hat, oder? Ja. Es muss eine klare Angabe geben, die nicht Minergie-Level bla 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 heißen kann. Das kann es nicht sein. Es muss über dieses hinausgehen und das ist das, was ich vorhin mit Absichten gemeint habe. Es gibt nicht nur Zweck und Funktion, es gibt sinnvolle Absichten, die ich ausdrücken will und die dann einfließen in diese DNA von Gebäuden. Und ich glaube, sobald wir uns loslösen von Einzelhäkchen, die wir hier und da machen, Listen und Einhaltungsparolen, sobald wir anfangen, im System zu denken, ist das auch wieder möglich und dann wird sich auch was bewegen, da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß nicht, wie es aussieht und wie es genau geht, aber ich bin ganz sicher, dass es kommen kann und auch kommen muss. Niklas, ihr seid ja konfrontiert mit vielen Bauherren, die eigentlich euer Produkt einkaufen wollen, weil das ja eine, oder euer System, wenn wir von Systemen sprechen, einkaufen wollen, weil das ja in den vergangenen Jahren eine gute Resonanz auch hatte, sicher auch in den Medien. Und das ist wie eine Lösung, wo man sagt, okay, es geht nicht mehr darum, dass man jetzt nur den Energiebedarf anschaut, sondern muss die Gesamt-CO2-Bilanz anschauen und da gibt es verschiedene Wege dazu. Merkt ihr eigentlich, dass auf Seite Besteller, also wenn wir jetzt das Gegenüber anschauen, also auf Seite Bauherren, dass da eine Sensibilität aufkommt und sind diese bereit, solche radikalen Wege zu gehen? Oder ist vielleicht nicht zuletzt die fehlende Radikalität in Architekturproduktion, die in diese Richtung geht, auch auf Auftraggeberseite ein Stück weit zu suchen? Also wir merken die, also zu uns kommen einerseits natürlich Leute, die eben die Geschichte kennen, in dem Bereich sowieso schon länger auf der Suche nach Alternativen sind, oder auch Ingenieure, die einfach mal die schweizweit beste Maschine in der Leistungsklasse einsetzen möchten. Das ist natürlich auch schön, aber das freut eher meine Kollegen, die sie entwickelt haben. Was wir eigentlich machen, ist, wir haben uns eben Ziele gesetzt und die differieren halt ein bisschen von dem, was in den meisten Normen drin sind, aber sie sind auch kompatibel mit dem. Also es natürlich Hans Gleibung gut brauchte, quasi aus einer kleinen Gruppe heraus, musste halt jedem ans Schienbein kicken und sagen, wir brauchen keine Dämmung mehr. Das stimmt natürlich nicht. In den Projekten, die wir bearbeiten, da dämmen wir die Häuser auch. Wir dämmen sie einfach ein bisschen weniger, weil wir ein, zwei Schrauben mehr einsetzen, um dann auf ein gleichwertiges oder besseres Resultat zu kommen. Was wir merken, ist eigentlich, dass wir nicht, eben zum Beispiel mit diesen Maschinen, oder wir setzen ja nicht, es ist keine Rocket Science, es ist im Prinzip sind keine neu erfundenen Einzelteile, sondern es ist eigentlich ähnlich wie Fabius gesagt hat, der Systemgedanke, der ist halt das, was bei uns immer im Vordergrund steht. Und dann müssen wir halt versuchen, was sind für die verschiedenen Zielgruppen, und das sind leider extrem viele, das ist vom Installateur bis zum Bauherr alle durch, die ganze Reihe, die reagieren auf unterschiedliche Sachen. Einem Installateur muss man zum Beispiel einen guten Rabatt geben und einen Service anbieten. Einem Architekten hingegen muss man sagen, du kannst mit dem eventuell an einem anderen Punkt in deinem Gebäude etwas weglassen. Zum Beispiel eine extrem komplizierte Dämmung um die Balkonplatten. Und dem Bauherrn muss man sagen, du kannst diesen Mehrwert auf die Miete umschlagen. Und das bedingt halt von uns dann immer wieder ein bisschen Spagatübungen und manchmal auch fast widersprüchliche Argumente, aber so kommen wir so Schritt für Schritt voran. Und die Resonanz wird größer. Ich
Bestellerseite. Wir sind ja konfrontiert, dass die Ölheizungen momentan 35% der bisherigen Ölheizungen, also zwei Drittel der bisherigen Ölheizungen werden wieder durch Ölheizungen ersetzt. Und du ärgerst dich wahnsinnig über diese Tatsache, weil wir für weitere 30 Jahre diesen Schritt von der fossilen Energie weg nicht machen. Also, dass die Institutionellen nach einem gewissen Muster funktionieren und eigentlich nicht diesen Schritt machen möchten, wenn sie nicht dazu gezwungen werden, weil einfach das Kapital und das Investment ein abstraktes Gut ist, eigentlich mit der gebauten Umwelt entkoppelt ist, bis hin zur Gebäudetechnik. Also nicht nur, was wir erleben als Architekten, sondern ihr eigentlich auch. Da habt ihr einen gewissen Ausweg gemacht. Also ihr habt eine Firma gegründet, die diesen Gap, in diesen Gap reinspringt. Kannst du schnell erläutern, was wir das macht und was das Potenzial wäre? Mache ich gerne. Eine Prämisse. Ich glaube, eigentlich geht es nicht darum, neue Sachen zu erfinden auf der technischen Seite. Es würde genügen, dass das, was man heute weiß und eigentlich vorhanden ist, erprobt, dass man das sinnvoll einsetzt. Das Beispiel, das du erwähnst, ist ja ein Musterbeispiel. Also wir wissen ganz genau, dass es nachhaltigere Alternativen als eine nächste Ölheizung zu verbauen gibt. Und doch wird es regelmäßig nicht gemacht. Und das ist dieser Systemgedanke, der, es gibt Interessenslagen, wo das gar nicht gewünscht ist, das fertig zu denken. Weil es gibt Leute, die partikuläre Interessen verfolgen und nicht ein Gesamtziel, schon gar nicht ein nachhaltiges. Und wenn der Beitrag von BKW durch die aggressive, sehr vereinfachte Werbung ist, dass zwei, drei mehr keine Ölheizung installieren, sondern eine Photovoltaikanlage und eine Wärmepumpe, dann ist das auf der einfachen Seite, dann ist schon mal was erreicht. Die Probleme, die ich habe, sind eigentlich andere. Ich spreche mit institutionellen Investoren, die mir ganz klar sagen, mich interessiert der Betrieb nicht. Der Betrieb, das bezahlen die Mieter über ihre Nebenkosten. Was mich interessiert ist, welche Miete kann ich weitergeben, den Mietern. Lieber 1800 Franken Monatsmiete und 400 Franken Nebenkosten als 1900 Franken Monatsmiete und nur 200 Franken Nebenkosten. Und solange das System so ist, dass das wesentliche Entscheider nicht dieses Gesamtbild, nicht diese Nachhaltigkeit, kein Interesse daran haben, das läuft halt oft über Geld, kein Interesse daran haben, solange haben wir Riesenprobleme. Die Antwort von BKW, um auf deine Grundfrage zu kommen, ist, wir haben die Möglichkeit, wir können so etwas finanzieren und wir können als Energieprofis, können wir das Risiko übernehmen und können Lösungen finanzieren, die wir über 20 Jahre abschreiben. So, wir gehen jetzt hin und sagen, okay, diese 200 Franken Nebenkosten, wir übernehmen die 100 Franken Mietdifferenz, übernehmen wir, dafür bekommen wir die 200 Franken Nebenkostendifferenz als Entschädigung für das Risiko, das wir übernehmen. Aber ganz ehrlich gesagt, das kann keine Lösung sein für die Welt. Das sind ein paar wenige, die sich sowas. Das ist eine BKW, die das machen kann und ein paar wenige andere. Das ist keine Lösung für die Welt. Wir müssen die Anreize anders setzen. Und das ist nicht neue Technologien oder so. Die Technologien, die sind da. Wäre es dann nicht so, dass die Architektur, also wir sprechen ja nicht nur von Technologien, sondern nachhaltige Architektur, das gibt ja auch die soziale Komponente, die gesellschaftliche, dass nachhaltige Architektur auch viel attraktiver ist, um drin zu wohnen. Also bringen wir, also um jetzt uns als oder Architekten als Generalisten anzuschauen, bringt das der Generalist zu wenig gut rüber, dass wir schon immer nachhaltig waren? Ich glaube, das ist gar nicht das Thema, sondern ich würde da gerade anknüpfen, was man gesagt hat. Ich glaube wirklich, das Problem liegt darin, dass wir zwar Architektur machen können, so toll, wie wir uns das vorstellen, so wie auch immer. Am Ende reden wir hier auch von Immobilienwirtschaft.
das, was da draußen gebaut wird, ist auch Architektur und dann ist es schön und gut. Und dann mag es auch ein Teil nachhaltig sein. Aber so wie momentan das Bauen in den Städten funktioniert, Investoren, Städte verkaufen ihr Land, es wird verkauft, wenn es gerade fertig ist, aufgeteilt und gesplittet, wenn einer pleite geht, ist es auch egal, gründet aber anders neue Firma. Das ist einfach per se nicht nachhaltig. Und wir können auch einsparen auf der Planerseite und auch auf der technischen Seite. Am Ende wird der Immobilienpreis einfach hochgehen und die Mieter haben überhaupt nichts daran. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Problem, das wir als Architekten wieder nicht lösen können. Wir sind ein Teil davon, wir können das diskutieren, wir müssen die Diskussion anregen. Aber ich glaube wirklich, Architektur wird da eng und eingeengt, wo wir die aktuelle bauwirtschaftliche Situation anschauen und wo Architektur und Immobilien einfach ein Renditeprojekt geworden sind. Da, wo es darum geht, Geld zu verdienen, und das ist ja 99,9% der Dinge draußen gebaut werden, da ist es toll, wenn wir uns unterhalten, aber die Leute, die entscheiden und die Leute, die ihr Geld damit verdienen wollen, die sitzen alle nicht hier. Und das ist ein Problem. Da können wir noch so tolle Bücher schreiben und uns gut unterhalten. So werden wir es nicht lösen, wenn die nicht auch hier sitzen. Du schüttelst den Kopf, Niklas. Ich bin total dankbar, weil ich meine, sie können die, ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß, wer es ist, die können ja hierher kommen oder wir können ja auch dorthin gehen. Weil ich war irgendwie vor einem Jahr mal auf einer Veranstaltung und dann hat auch ein Architekt gesagt, schaut euch doch bitte mal an, wie viele parlamentarische Architekten sind. Oder, also jetzt auf Bundesebene, ich glaube, es war eigentlich. Und schaut euch auch mal an, wie viele Architekten in diesen technischen Normenkommissionen drin sind. Und wir, oder viele von uns, beklagen uns immer, dass wir eigentlich keine Macht mehr haben oder so. Aber die kann man sich ja auch bekämpfen. Man kann ja genauso in einem demokratischen Staat, Europäer, kann man sich da überall reinversetzen, wie das jede andere Berufsgruppe auch kann. Und dann kann man auch lobbyieren und ich meine, da muss man halt irgendwie kämpfen. Weil ganz grotesk finde ich es in der Raumplanung. Wir können super schöne Quartiere machen, die sind noch so nachhaltig, weil sie autofrei sind und so weiter. Dann habe ich aber blöderweise einen jetzt neu in einem gewissen Kanton einen Pendlerabzug, der jetzt bis 6.000 Franken geht. Ich meine, also absurd ist das. Das ist zweimal ein Gehen. Warum soll ich dann noch in diesem autofreien Quartier gehen? Das hat einfach. Und diese Art, diese Entscheidungen, die können wir nicht mit unserer, sag ich jetzt mal, konventionell betrachteten Architektenarbeit beeinflussen. Da müssen wir unsere Arbeitsfeld halt auch einfach erweitern. Und klar, wir können sie auch einladen. Nur, wir kommen auch nicht weiter, indem wir die Grenzen, die uns gesetzt sind, als Ausrede nehmen, um nichts zu machen. Wir müssen, es wäre schon mal was, wenn wir das, was möglich ist, konsequent ausschöpfen. Und da krankt es natürlich gleich nochmals. Also das wird ja schon nicht gemacht. Das ist das, was mich dann, wie ich dir schon mal gesagt habe, das ist das, was mich mehr ärgert. Dass die Möglichkeiten, es werden mir die großen Würfe, das ist ein anderes Thema und die Profis und die Geld verdienen wollen, aber es gäbe Argumente, wo man auch die abholen kann. Vielleicht nicht im Extrem, aber wenigstens 80% des Weges. Und das wird schon unterlassen. Wir können das mal ganz kurz umdrehen. Wer von den Leuten hier im Raum zu einer politischen Partei oder engagiert sich? Wir können uns ärgern, dass wir die Parlamentarier Architekten sind, aber die Architekten müssten sich dann ja auch bewegen. Ja, auch das ist gleich, ja. Das ist genau, also das ist in beide Richtungen, oder? Wir können sie reinholen wollen, aber wir müssen dann auch über unseren Tellerrand hinausschauen und dahin gehen, wirklich nicht nur einladen und hoffen, sondern auch das Engagement dann darüber hinausbringen. Und das ist wirklich mein Anfangssatz, Architektur kann kein Leben retten und keinen Krieg vermeiden, das ist genau diese Richtung, oder? Alleine können wir gar nichts, nur im Team und Handeln. Und dazu gehört eben auch am Ende der Investor, der sein Geld verdient. Und die Stadt und die Auftraggeber. Und okay, ja, ich komme nochmal auf diese Wirtschaftlichkeit zu sprechen. Und es gibt Investoren in diesem Rahmen, es ist nicht ganz richtig. Ich glaube wirklich, es ist eigentlich wichtig, dass man die Ziele sich selber setzt. Und wenn man die Kaffeeplantage die erste haben will, dann wird die Rechnung so aufgehen. Aber es gibt auch andere Rechnungen. Dieser Fairtrade-Markt, der wurde auch generiert. Das gab ihn nicht einfach. Und er wurde eigentlich generiert durch Aufklärung, durch ein Verständnis der Menschen, der Gesellschaft dann wieder. Es hängt so eng zusammen. Und
ich glaube daran, dass es wird Investoren geben, die so funktionieren. Es wird aber ein Umbau der Wirtschaft, brauche nicht gehört selten ein Argument über die Lebenszykluskosten, wenn irgendwas den Bauherrn verkaufen. Wir müssen eigentlich danach fast fragen. Also ich glaube, es ist auch die falsche Runde, eigentlich jetzt dies auf die Wirtschaftlichkeit abzusetzen. Ja. Es gibt einige Investoren, die denken anders. Man kann anders denken, muss sich vielleicht auf diesen Markt auch ein bisschen mit Marketing, ich finde Marketing nicht nur schlecht, erarbeiten. Marketing heißt auch aufklären, jetzt eben bei der Kaffeeplantage mit einem Fairtrade-Produkt. Der Kunde ist dann bereit, weil er weiß, er trinkt dann halt vielleicht halb so viel Kaffee, weil er es sich nicht mehr leisten kann, aber er nimmt den nachhaltigen. Und ich glaube, wenn ein Investor an diesen Markt glaubt und das will, das ist schon, vielleicht ist das ideologisch, wie auch immer, es ist vielleicht auch, dass man in seinem Land etwas generieren will, wie jetzt da in Panama, sie wollten wieder Arbeitskräfte reinholen. Ich glaube, das braucht Menschen, ja, die müssen auch politisch sein und die Architekten, das hat auch der Esser letztes Mal gesagt, die sind zu wenig politisch, die Architekten. Und das ist ein guter Anfang dieser Diskussionsrunde. Ich finde es sehr schön, dass ihr ein bisschen politischer werdet. Wir versuchen es, aber wir möchten es eigentlich auf die Form bringen. Wir sind jetzt total in die Richtung gegangen. Wir möchten es eigentlich wieder auf die Diskussion intern, auf die Architektur zurückbringen. Und ich sehe, Axel, dir brennt schon unter den Fingern. Und ich glaube, es ist ein guter Punkt, um die Diskussion auch zu öffnen für das Publikum. Das kann man in so einer kleinen Runde auch sehr gut tun. Und du hast den Mund schon dreimal aufgemacht und jetzt hast du deine Stimmbänder aufbauen. Ich denke, das hat so schön angefangen. Ja. Und du hast ja diese wunderschöne Frage gestellt, habt ihr eigentlich überhaupt noch Lust, diese Technik ständig zu verstecken? Und es geht alles in diese Richtung, es ist von diesem Tuning der Räume, die Technik ist irgendwas Böses, hat irgendwie mit Architektur nur so am Rande was zu tun, und wenn wir alle schön zusammenarbeiten, so die Techniker und die Architekten, kann vielleicht was draus werden, aber es ist doch an euch Architekten, das zu machen. Ihr müsst doch Bescheid wissen über diese Technik, wie mache ich daraus Raum, wie mache ich daraus Architektur. Und die einzigen Beispiele, die hat Niklaus gezeigt, also Form, ich glaube, ich weiß eure Einladung nicht mehr genau, aber die Frage war, glaube ich, so gestellt, was können wir Architekten eigentlich machen bei dieser Aufgabe. Und das fehlt mir, das fehlt mir wirklich, und ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Technik, dass das irgendwie sowas irgendwie angsteinflößendes ist, dass man da lieber die Finger von lässt und statt es anzupacken und daraus Architektur zu machen. Das müssen gar keine Visionen sein, sondern das müssen einfach nur Häuser sein. Und ich finde, es gibt, du hast diese Beispiele gezeigt, es sind zwei Beispiele, die, oder ein gebautes, eins in Planung, und ganz viele von Studenten, ganz normale Häuser. Und die machen auch noch Energie, und zwar mehr als sie brauchen. Und das könnte eigentlich so einfach sein. Und ich finde, vielleicht stelle ich die Frage mal an euch, es sind ja ganz viele junge Architekten hier, habe ich das Gefühl. Wie erlebt ihr das? Also an der ETH ist es wirklich, so haben wir es da erlebt, so ein Tabuthema gewesen, bis dann ausgerechnet Schick dann gesagt hat, hey komm, das machen wir jetzt. Und das war das erste Mal, dass da, glaube ich, Gebäudetechnikprofessur und eine Entwurfsprofessur zusammen was gemacht haben an der ETH. Und es ist eigentlich ganz einfach. Wie erlebt ihr das? Ist das für euch auch noch so ein Tabuthema oder kriegt ihr das einfach nicht vermittelt? Das würde mich mal interessieren. Ihr seid doch schon Architekten, ne? Ich glaube, das große Problem ist eher so eine Formensprache, dass die Moderne haben, die. Also, man muss auch sich den Primetime anzuschauen. Also, das kann nicht energetisch nachhaltig sein. Ich glaube, das ist die Formensprache, die man sich dann aber wieder ermöglicht, indem man die Haustechnik geht. Dann muss man sich aber verstecken, weil eigentlich ist es ihm ja doch peinlich, dass der Entwurf ja eigentlich nicht funktioniert. Das, was ich meine, also die Glasarchitektur, die großen Fensterfassaden, eigentlich die klimatischen Entwurfsmethoden, die traditionell über 1000 Jahre wieder doch da waren, die sich auf das Klima beziehen, die dann eigentlich die Energieaushaltung niedrig halten, aufgrund der Formensprache schon, die will man ja irgendwie doch nicht haben. Man will ja doch das Moderne, und dann muss man sich aber über die Haustechnik wieder drüber retten und dann muss man wieder schauen. Also entweder die Frage ist, entweder man versteckt die Haustechnik nicht mehr und sagt, wir wollen diese Formensprache und wir stehen dazu,
oder sagt, ich reduziere die Ausdehnung auf das Allernotwendigste, um den Komfort des 21. Jahrhunderts zu erhalten, aber ich reduziere auch den Rest dieser Formensprache, die einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ich glaube, die Formensprache muss sich ändern, da glaube ich dazu kommen, auch die Form. Ich glaube, wir haben uns in der Form verändert, absolut. Aber eigentlich war es beim Stahlbau ja auch so. Der Stahlbau wurde zuerst verkleidet, eigentlich noch mit massiven Steinen, weil man sich eigentlich geschämt hat, dass das ein Stahlbau ist, wirkte nicht gut für die Zeit. Und erst später durfte man den Stahlbau zeigen. Und irgendwie habe ich einfach das Gefühl, sie sind genau am gleichen Punkt, einfach mit anderen Themen. Wir stehen nicht zu der Form, wie sie sein sollte. Also kein Glas, also jetzt sommerliche Wärmeschutz haben wir sehr streng jetzt mal angeschaut und eigentlich die Architekten müssen dort einen Beitrag leisten, sonst kühlen wir alles. Dann habe ich dir auch eine Frage gestellt. Du hast diese wunderbare Frage am Anfang gestellt und dann hast du Kaffeeplantagen gezeigt. Warum hast du keine Architektur gezeigt? Ihr baut ja Architektur, ihr habt Wettbewerbe, wo das sogar vorgeschrieben ist, sich diesem Thema zu widmen. Warum zeigst du nicht so? Ja, wir haben das ein bisschen abgesprochen. Also ich wollte auch ein Beispiel bringen von einem ganz aktuellen Wettbewerb, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden war. Und wir haben das extra gesagt, wir nehmen das jetzt nicht, dass man auch mal, ich denke, was ich schwierig finde, jetzt ein Projekt zu zeigen, das finde ich gut. Und dann meint ihr alle, das hat Tina voll auch gesagt, so muss jetzt alles aussehen. Ich finde richtig, auf diese Fragestellung haben diese Architekten eine sehr gute Lösung gebracht. Aber ich wollte auch nicht unbedingt genau das vorgeben, so wird es wird auch nicht jedes Haus eine Solarfassade haben. Aber ich finde es noch schwierig und vielleicht bin ich jetzt da auch zu wenig mutig. Aber wir haben das so eigentlich abgesprochen, wir haben gesagt, eher ein bisschen ein großer Einstieg, ein theoretischer Einstieg und nicht auf konkrete, aber ich könnte auf diese eingehen. Ich will mal auf dich reagieren, Axel. Also ich weiß auch etwas so provokativen Auffassungen, die eigentlich das Gegenteilige sagt. Ich finde nicht, dass die Architekten jetzt diese technologischen Möglichkeiten aufgreifen sollten und versuchen, was aus uns zu machen. Sondern das, was wir jetzt an der Hochschule versuchen zu experimentieren im Entwurf, ist eigentlich, dass es so auf so einer a priori Ebene eine sehr viel gleichberechtigte Arbeitsweise zwischen Gebäudetechnikern, Ingenieuren der Statik und dem Architekten gibt, wo eigentlich ausgelotet wird, was hat eigentlich der Energieingenieur, oder sagen wir noch heißt der Gebäudetechnik-Ingenieur, von vornherein eigentlich für Gestaltungsideen oder Konfigurationsideen für den gebauten Raum. Das ist also diese Synthese sehr viel stärker eigentlich auch von der Kreativität des Gebäudetechnik-Ingenieurs determiniert wird. Und da erleben wir, dass dieses Experiment von daher also spannend, aber doch auch mit einer gewissen Sprachlosigkeit begleitet wird, weil wir bisher eben das Gefühl haben, dass auch im Studium die jungen Gebäudetechnik-Ingenieure also Schwierigkeiten haben, sich in dieser Lokomotivrolle wiederzufinden. Oder? Also sie sind sehr es sich gewohnt zu reagieren, eben dieser Dienstleistungsgedanke. Und das Interessante entsteht eigentlich, wenn jemand den Spieß umdreht, oder? Und sagt, also das ist jetzt, sagen wir mal, den Raum, den ich brauche, um diese oder jene technologische Konfiguration oder energetische Logik umzusetzen. Dann ist eigentlich zu so einer Art entweder Umkehrung oder Gleichberechtigung kommt. Und da muss der Architekt dann eigentlich die Details gar nicht kennen oder die Technologie gar nicht kennen. Vielleicht besser erkennt sie gar nicht. Mhm. Also wie sieht sowas aus? Also sind das dann total gesponnene Räume oder ist das dann eigentlich relativ, ich kann mir das jetzt gerade nicht vorstellen. Kommst du zur Schlusskritik? Ja, gerne. Okay. Ganz genau genommen, der Studiengang, also wir beginnen damit jetzt gerade erst auf großem Maßstab. Wir können es im Februar dann das erste Mal sehen, wenn wir es dann mal ein Semester lang richtig gut exerziert haben. Spannend, es gibt nicht eine Form, wie das dann aussieht, um auf diese Frage zurückzukommen, sondern ich hoffe, es wird projektentscheidend sein. Das, was wir vorhin schon hatten. Immer wieder an jedem Projekt neu, an verschiedenen Standorten, Aufgaben, Anforderungen. Ich hoffe, es wird niemals diese per se nachhaltige Form geben. Das wäre absurd. Aber
was es braucht. Und ich bin jetzt hier der Investor, der aber auch Architekt ist. Und komme auf die Frage von Axel, von der Ausbildung. Meine Erfahrung ist, die Architekten haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung vom Zusammenhängen, vom Entwurf zu ökologischen Überlegungen. Die blenden das völlig aus. Sie staunen dann, wenn man irgendwo ein Energieniveau erreichen will, dass es plötzlich zu heiß wird. Heute ist ja das Problem, plötzlich ist die Wärme ein Problem. Und wenn das als Antwort kommt in einem Entwurfsprozess, der schon lange weit fortgeschritten ist und Sie dann in der ersten Sitzung mit dem Energieplaner merken, ah, das ist ja gar nicht, die Heizung ist ja gar nicht das Problem, ich habe ein Hitzeproblem plötzlich zu lösen, und Sie das nicht vorher kennen in einem Entwurfsprozess, dann sagt man, Sie haben sich keine Gedanken dazu gemacht, Sie haben auch keine Ahnungen, und da bin ich der Meinung von Klaus, man muss Ahnungen haben für die Größenordnungen, man muss Ahnung haben, wie die Zusammenhänge, wie das Zusammenspiel, wo es einen Einfluss hat, wenn ich etwas baue, wo sind die Faktoren, die den großen Hebel haben, und wenn ich dann noch technisch das am Schluss noch optimieren kann mit dem, was ich an Haustechnik hineinbringe, dann ist das auch sicher noch ein Thema. Dafür habe ich aber einen Experten. Aber was ich erkenne als Investor, das Thema wird ausgeblendet, wenn ich es als Investor verlange, Nase rümpfen, und ja, wir nehmen dann einen Haustechniker, der das macht, und der Entwurf und seine Auswirkungen in der ökologischen Hinsicht wirklich keine Ahnung. Und das, denke ich, hängt mit der Ausbildung zusammen. Es ist kein Thema. Man denkt das nie zusammen. Es ist eher bei unserer Generation definitiv als total verpönt, zu sagen, ich habe das jetzt, das Haus schaut so aus, weil ich es energetisch gedacht habe. Dieses Argument zählte nicht. Was heute ist, weiß ich nicht, aber die Erfahrung ist, die Architekten haben kein Wissen darüber. Gut, ich bin einverstanden mit dieser These, das ist aber die heutige Sicht. Oder ich bin noch ein Verfechter vielleicht der pränatalen und der unsichtbaren Ebene. Und zwar, erstens, ich finde, es ist schade, dass die Ausbildung des Architekten nicht, wie Hassan Fathi, ein ägyptischer Architekt, gefordert hat, dass er die ganzen Klimazusammenhänge kennt und das auch ein Teil ist der Ausbildung. Und das Zweite, auch die Physiologie, also der Mensch als im Zentrum, den kennt er auch nicht. Oder? Also man müsste Physiologie und Klimatologie auch wirklich integrieren in die Studiengänge, das wäre dann der langfristige Weg, weil Haustechnik ist ja nur ein Instrument, es geht ja eigentlich um Behaglichkeit. Wir müssen uns philosophisch ein bisschen mehr über diese Frage der Behaglichkeit, dann wird sie auch sexy, weil Bob Gysin hat mal gesagt, Energie ist nicht sexy. Das ist auch ein bisschen ein Widerstand bei den Architekten. Wenn wir es aber über Behaglichkeit sprechen, über den Menschen, wie er sich fühlt in verschiedenen Klimazonen, in anderen Temperaturen, in anderen Feuchtigkeiten, dann wird es langsam interessant und dann hätte es auch einen Reiz. Und ich denke, das wäre interessant, das einfach jetzt langfristig auch in die Ausbildung zu integrieren. Dann wird es spannend. Mir ist aufgefallen, dass die Diskussion jetzt sehr stark auf der Haustechnik-Ebene stattgefunden hat. Und ich denke, das Potenzial wäre auch zu sehen, wie die Häuser gebaut sind, also aus welchen Materialien. Das wurde nicht wirklich angesprochen. Und mit dem Stahlbau, ich möchte da anknüpfen, dass ich glaube, jetzt, wenn wir bringen das runter mit der Technik, die braucht auch etwas Energie, um die überhaupt herzustellen. Aber man hat schon zwei oder ein Drittel wird noch verbraucht durch den Betrieb, aber wir bauen riesen Dinger hin und die brauchen im Prozess, bis wir sie gebaut haben, gleich viel Energie, wie sie nachher in der ganzen Lebenszeit brauchen. Also ich glaube, die Diskussion ist da noch nicht ganz angekommen. Die Frage ist, in der Form ist das wahnsinnig, glaube ich, interessant für uns Architekten auch wieder herauszufinden, aus was bauen wir das und können wir vielleicht diese Energie, die gespeichert ist in unseren Gebäuden, wieder weiterverwenden. Und ich glaube, da ist auch ein Riesenpotenzial, die eben nicht mit klassischer Haustechnik zu lösen ist, sondern im Zusammenhang in einem Team, wo das gesamtgesellschaftlich
irgendwie akzeptiert wird, dass das nicht ein Abfallsack ist, dieses Gebäude, sondern es ist ein Materialdepot, das dann wieder weiterverwendet werden kann, dass wir uns als Architekten vielleicht bewusst werden, dass wir wertvolles Material in einen Zustand bringen, den wir dann wieder in einem weiteren Schritt wieder weiterverwenden könnten, wie jetzt zum Beispiel hier in diesem Basislager, da, das hüpft von Brache zu Brache und es ist wahnsinnig schön, dass das den Ort wechseln kann. Und ich denke, die Gebäude sollten auch so gedacht werden, ob sie jetzt als Gesamtes natürlich, ist das illusionär, aber ich denke, in den Teilen wäre das sehr interessant. Ich glaube, das ist etwas zu kurz gekommen und Hassan Fati hat das, glaube ich, so mit den Erdhäusern ist natürlich das noch einfach. Heute braucht es vielleicht etwas mehr Organisation dazu, aber ich denke, wir sind frei. Also ich würde noch gerne einen Schritt weiter zurückgehen, oder? Die Materialität ist eine Hauptfrage, aber voraus denke ich, denken wir ein bisschen zu wenig in Typologien. Wir haben das Bild da von diesem Kühlturm auf dem Titelbild des Buches und ich denke, es wäre interessant, auch über Typologien stärker zu sprechen, als über diese sichtbaren Elemente. Ich glaube, wir müssen an den Genen der Architektur arbeiten, an den Typologien. Und dort liegt die Frage, oder das große Potenzial. Aber auch in der Materialität? Ja, auch, genau, aber zusammen. Klar, aber ich denke, es wäre interessant, eben solche Typologiefragen zu stellen und einmal nicht an der Oberfläche zu arbeiten, sondern in den Genen der Architektur. Und da hast du ja auch ein bisschen dafür gesprochen, es geht um das Erbgut, an dem wir arbeiten müssen, nicht an diese Technik und all das Zeug. Oder? Wir müssen an den Typologien arbeiten, dann wird es auch spannend. Hm. Dann können wir mal kurz noch ein bisschen was da hinzufügen, was ich denke, was in der ganzen Diskussion eigentlich auch ein extrem spannender so Radikalisierungsmöglichkeit wäre, im Sinne von Verständnis von sozusagen dem Ursprung der Physiologie und der Wahrhaftigkeit und so diesem harten Arbeiten an der Typologie, wäre eigentlich so, wie weit runter kann man es eigentlich treiben in Bezug auf Menge von Haus, Menge von Raum, Menge von Architektur, speziell aber natürlich auch in Bezug auf Menge von Technologie. Ja. Cool wäre ja, wenn wir alle nur noch Geld verdienen würden, dadurch, dass wir die optimale Lösung finden, die dann, wo der Installateur dann gar nichts mehr kriegt oder weil nichts mehr installiert werden muss, weil es alles nur noch aus einem genialen, verständlichen, räumlichen Konzept erwächst, das natürlich total engineert werden muss, das ist ja der, aber letztlich eigentlich nicht so viel gekauft wird, nicht so viel Kubikmeter verbaut werden. Also die typologische Optimierung in der Minimierung. Das spricht natürlich ein bisschen unserer momentanen Honorarvorstellung, sowohl bei Gebäudetechnik als auch bei Architekten, wie werden wir bauen und verbauen, wie wir Geld verdienen. Und wir haben das schon mal diskutiert, Christian und ich, und eigentlich haben wir gesagt, es müsste eigentlich andersrum sein. Je mehr ich einsparen kann, umso mehr steigt mein Honorar. Aber momentan ist das da draußen einfach nicht so. Und gerade diese Frage, wie kann ich jetzt einen Ingenieur an den Tisch holen, der in der ersten Entwurfsphase schon so inspirierende Ideen hat, dass er am Ende eigentlich selber seine Technik mehr einbauen kann, die wirst du nicht finden. Also wir haben ihn jedenfalls nicht gefunden. Ja, aber das ist so. Das Thema treibt uns stark. In der Stromwirtschaft gibt es ein klassisches Beispiel. Das wirft man uns als Stromlieferanten ja regelmäßig vor, wir hätten kein Interesse, diese Systeme zu minimieren. Und da zitiere ich einfach Susan Thomas, die diesen Laden führt, und die sagt, das ist ganz einfach, wenn eine Nachfrage nach solchen Systemen besteht, dann wird diese Nachfrage erfüllt. Entweder macht das der Stromlieferant oder sonst macht es jemand anderes. Wenn die Nachfrage da ist, wird die erfüllt. Also BKW hat sich dazu bekannt und entschieden, dass es kein Argument ist, wir möchten irgendwelche Lösungen, die eine hohe Strominfrastruktur benötigen. Weil wir kommen nicht weiter damit. Morgen oder übermorgen wird eine sinnvollere Lösung da sein, die wird dann ein anderer gemacht haben. Dann braucht es uns nicht mehr und wir haben gar nichts davon. Also das ist ganz kurz gedacht. Also wenn jemand
eine Firma betreibt, die er länger als 2-3 Wochen betreiben will, muss er ein bisschen weiter denken. Das war auch kein Angriff. Nein, ich weiß. Das war einfach, was ich festgestellt habe. Aber das ist das. Innovation, da wird einfach erschwert durch momentane Situation. Das ist eines der Punkte, die mich genau aus diesem. Das ist auch wieder so ein Thema. Sinnvolle Lösungen werden nicht umgesetzt, weil man nicht ein bisschen weiter denkt. Und ich mache Energiestrategie 2050. Wir haben jetzt eine Entscheidung gefällt und da bin ich gleicher Meinung wie Niklaus. Wir haben uns für ein Kompromissflickwerk entschieden, aber immer noch besser das als nichts. Und jetzt in diesem Kompromissflickwerk gibt es neu die Möglichkeit, dass man Stromverbunde, dass man das nicht, dass nicht mehr der Energielieferant, der zufälligerweise diese Gegend bedient, dass der dann einfach den Strom liefert, den man am Punkt verlangt. Also wenn man ein Quartier entwickelt, kann man jetzt neu sich zusammentun und das optimieren. Man kann Eigenverbrauch optimieren, man kann das sinnvoll vernetzen und verknüpfen und kann dadurch den Faden, der von außen dazugeführt wird, den kann man minimieren, den kann man ganz klein machen, viel kleiner als wenn, als es bis jetzt war, wo einfach jedes Haus unabhängig voneinander beliefert wurde. Und für die Energiefirmen, für die Stromfirmen ist das ein Markt, der wegbricht, aber wir müssen das gehen, den Weg, den müssen wir gehen. Das ist nicht eine Frage, ob wir das wollen oder nicht. Das werden wir. Ich hätte noch einen anderen Antrag, und zwar finde ich die Bauindustrie an sich nicht innovativ. Wenn man schaut, was die Chemie in Forschung investiert, sind wir wirklich, nicht fit. Wir müssen uns, also die Bauindustrie, die schonen, müssen sich investieren darin, dass man Gelder kreiert, wo eben diese, dass wir nicht an die Gegenwart kleben, sondern ein Feld haben, wo wir in diesem Feld, in dieser Klimafrage oder auch Nachhaltigkeitsfrage, Formforschung machen und dass die simulieren und dann auf neue Erkenntnisse kommen. Aber wenn wir immer nur umsetzen, was im Markt gefragt ist, kommen wir nicht weiter. Also dort, ich weiß es nicht, aber wie könnten wir mehr Forschung generieren und gemeinsam weiterkommen? Forschung nicht bei Einzelteilen und Technik, sondern wirklich an den Grundstrukturen des Bauens. Ja, das ist ja in der Forschung, in der Architektur, in der Form der Architektur. Genau. Mit dem Auftrag der Nachhaltigkeit. Da muss wirklich drum umgehen. Ich möchte da ganz kurz noch anhalten. Du hast gesprochen von, im Endeffekt hast du über Recycling gesprochen, oder? Selling. Ja, Kreislaufwirtschaft. Ja, also als einer der Wahnsinnigen aus dem Büro, die dieses Zeug gebaut haben, wir machen Recycling und es zahlt sich einfach nicht aus. Also du musst wirklich einfach aus Prinzip das machen, weil du beim Ausbau von Bauteilen, wir werden es in Winterthur und in der Lagerhalle, einfach manuelle Arbeit, die da notwendig ist, ist nicht wettbewerbsfähig mit Fuel-Based. Ja, das ist genau das Problem, was eben noch zu bieten. Der Liter Benzin ist und dann auf Schutzkosten, wenn er mit manueller Arbeit kompatibel sein soll. Das ist der eine Punkt. Und der andere, was ich noch ganz dringend sagen möchte, ist, wann wird der Architekt jemals nicht bauen? Also, ich steige jetzt auch nicht hinter die Füße, aber das Wort Ersatzneubau ist für mich einfach ein rotes Tuch. Ersatzneubau in der Stadt Zürich macht mich ärgerlich. Weil wenn ich sehe, dass in Edikon die Häuser runtergehen und dann in den Ersatzneubau hochkommen, stelle ich mir die Frage, was ist da an Energie drin? Ist es notwendig? Und natürlich, wir leben vom Bauen. Aber ich möchte mal eine Machbarkeitsstudie sehen, die am Tisch sagt, nichts machen. Möchte ich auch mal erleben. Gibt's. Also gibt's. Ja, aber ich finde das schön. Ich glaube, das ist die politische Ich möchte noch beim vorigen Punkt einsetzen. Wir haben ein Projekt bei uns, ein Denkprojekt zum einfachen Bauen. Also das mit dem, jetzt mal die Technik wechseln. Also versucht mal, ohne die Technik zu bauen. Weil das ist ein Ansatz. Und der andere, finde ich, das ist die Aufgabe der Architekten, dort weiterzudenken. Ja. Weil das mit den Techniken und zusammen, aber das ist eigentlich viel nicht klar. Ich finde auch, die Techniken sind klar.
und auch, dass man zusammenarbeiten muss, aber wir werden nächstens einen Wettbewerb aufschreiben, der einfaches Bauen beinhaltet. Was ist das? Ich bin nicht in diesem Projekt dabei, ich höre nur, wie lange ein Prozess ist, darüber zu diskutieren, was einfaches Bauen ist. Wie viel Technik hat es dann doch noch? Muss es doch beheizt sein? Oder das Haus ohne Heizung? Ich finde diese Diskussion, das ist eigentlich architektonisch und ich denke, da sollten die Architekten einsteigen. Dass man auch mit Gebäudetechnik Lösungen machen kann, das ist allen klar. Aber die Architekturdiskussion, die muss bei der Form beginnen, beim Fassaden, Glasanteil vielleicht, wo auch immer, oder wie viel Technik, wie. Und dort finde ich eigentlich, es ist nicht in der Wüste oder wo auch immer, aber wir können auch so bauen, dass es nicht so viel oder vielleicht einige Komponenten weniger an Technik brauchen. Ich glaube, jeder Bauherr ist eigentlich extrem froh, je weniger Technik er hat, weil die muss er nach 10 Jahren wieder ausbauen, ersetzen, hat viel Grauenergie drin, es hat viele irgendwelche Motoren, die irgendwas bewegen drin. Wir sind eigentlich überhaupt nicht so interessiert als Bauherr, viel Technik drin zu haben. Im Moment sieht es einfach so aus, als wären das die Lösungen. Und das können nicht nur die Lösungen sein. Die Architekten, die müssen da einen Beitrag machen. Nicht sagen, das Geld ist nicht da, es ist für ganz anderes Geld plötzlich da große Glasfasern, sind wahnsinnig teuer. Das Geld ist aber da. Aber zusätzlich müssen wir auch noch ein Kühlsystem einbauen. Wieso nicht eine Lochfassade entwerfen? Ein Architekt hat letztens bei uns eine Lochfassade gewonnen, hat gesagt, Fassade muss überarbeitet werden. Ganz junges Büro. Ich habe wahnsinnig Freude gehabt, dass mal einer den Mut gehabt hat, eine Lochfassade in einem Wohnungsbau. Früher war das ganz normal. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir nicht über die Form dann ansprechen und die Technik, sondern einfach über die Konstruktion. Also dass dieses Pränatale, hast du es genannt, oder DNA, habe ich da im Vortrag gehabt, dass wir da rangehen, so wie der Tragwerksplaner vor ein paar Jahren in der Schweiz eingeladen wurde, mitzumachen, und wir ja auch wirklich Bauwerke heute haben, die von dem mitgetragen wurden. Dann kommt die Form von ganz allein, dann muss ich sie auch nicht suchen gehen. Sie kommt dann. Und das Gleiche ist es doch hier auch, dass ich die Klimaeinflüsse, Energieverbrauch, Behaglichkeit, wie auch immer wir das nennen wollen, Marketing finde ich auch nicht so schlecht, kann helfen, um die Dinge mal auszusprechen und in Diskussion zu kommen. Und wenn ich dann wirklich an der Konstruktion anfange zu schrauben, sei es mit Materialien, die schon da waren, sei es mit anderen, wenn ich in der Konstruktion schaue, dann wird es, und das ist wirklich, davon bin ich überzeugt, es wird nachhaltig werden, weil ich dann wirklich an der DNA dran bin. Und wenn ich dann mit all diesen Erwartungen, Anforderungen, die da mal kommen werden an dieses Bauwerk irgendwann, in loslaufe, ob das dann einfaches Bauen ist oder wie auch immer man das nennen will, dann kann es gar nicht anders als auch nachhaltig sein. Ich finde das noch interessant, dass wir sind ja in der Planung an einem, das war im Vortrag etwas zu sehen, an einem Scheidepunkt, dass wir in die 3D-Planung gehen, dass alle Informationen in unseren Planungsprozess integriert werden. Und es ist ganz spannend, dass ich glaube, dass das eher ein Schritt ist für uns Jugendarchitekten, die das gewohnt sind, das anzuwenden, auch sehr früh auch im Städtebau zu sagen, ich simuliere die Sonne über das ganze Projekt, im Städtebau schon, weiß ich, was das für Einträge gibt, ich bin mir dem zumindest bewusst, und unser CAD-Anbieter zum Beispiel, ihr könnt das auch anschauen, das gibt ein Tool, das heißt Energos, da kann der Architekt schon Energieberechnungen machen, was er nie konnte, wir müssen immer die Ingenieure fragen, und jetzt heißt es so wie beim Auto G oder B, und dann weiß man, ob die Lochfassade besser ist oder nicht. Wir haben die Tools langsam und wir wissen, wie die Teile zusammengesetzt sind, dass man das Ding auch wieder auseinandernehmen kann. Also, und ich glaube, das ist das Spannende, wo wir jetzt sind, dass wir wirklich diese so konstruieren können, und auch, ich denke, es geht auch um die Produktion, dass wir die Teile so zusammensetzen können, dass man sie auseinandernehmen kann und wieder bauen, und es generiert eine Form und wir können uns besser überprüfen. Und nicht erst, wenn es gebaut ist, wissen wir, was rauskommt. Das ist ein Riesenrisiko, weil will ja nie Leute frieren lassen. Die Behaglichkeit, die muss da sein. Und wenn wir das früh in den Griff kriegen, die Architekten das auch an den Hebeln drehen können, dann kann man die Form kontrollieren. Ich glaube, das ist ein Potenzial für uns junge Architekten, da einzusteigen. Und wenn du Teile wiederverwenden willst, musst du damit reden, dass du von vornherein nicht weißt, wie dein Gebäude nachher ausschaut. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst nicht aus Norddeutschland einen Bauteil einfahren und dann macht er dann zugegangen Sinn. Du baust irgendwo, keine Ahnung, in Düsseldorf ab und du baust in Zürich rein, dann macht das noch Sinn. Und du musst das nehmen, was herumliegt. Richtig, ist aber es braucht eine Bauteilbörse. Aber wenn du alle Teile kartografiert hast auf dem CAD, dann schreibe ich dir die raus. Ohne Problem, weil jedes,
jedes Teil habe ich ja so konstruiert, dass man es wieder gebrauchen kann. Ja, genau, das ist genau das, was das tun ist. Das gibt es in Holland, gibt es natürlich nicht. Dann müssen wir das machen, ist ja nicht so ein Ding, oder? Eigentlich, alle anderen machen es schon, aber die Architekten sind ein Schläfer. Also ja, ich bemerke, die Diskussion wird langsam heiß und die Würste werden auch immer heißer. Ich glaube, wir sind schon langsam verbrennt. Ich würde eigentlich so zu einer Schlussvotumrunde aufrufen, vielleicht noch ein, zwei Voten aus dem Publikum und dann kurze, knackige Schlussstatements nochmal von den Referenten und dann würden wir uns langsam dem zweiten Teil des Abends, nämlich dem Bier trinken und Wurst essen, widmen. Gibt es noch brennende Voten aus dem Publikum? Ich glaube, dass es gute Tendenzen gibt. Aber die Schwierigkeit ist einfach, die guten Tendenzen auch weiterzugeben an unsere Gesellschaft. Also ich würde mich auch nicht scheuen, gute Beispiele zu zeigen. Ich bin froh, dass mal das Eberle-Beispiel zumindest gefallen ist als gutes Beispiel. Tendenz Low-Tech ist die neue High-Tech, das ist auch schon seit ein paar Jahren Thema. Jetzt muss man aufpassen, dass Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ankommt, wirklich unten ankommt, bevor es den Experten schon vergeht, in den ganzen Gremien und Kongressen. Man kann Nachhaltigkeit schon fast nicht mehr hören, es ist ein Anti-Wort. Man versucht das fast zu vermeiden inzwischen. Man hört inzwischen, dass Nachhaltigkeit out ist, Lifecycle ist in ein paar Jahren muss man aufpassen, dass Lifecycle schon wieder out ist. Und die Frage ist eben, wie schafft man es, bis in die Gesellschaft runterzukriegen, wenn alle halbe Jahre ein neues iPhone rauskommt. Ich glaube, die Frage ist, wie schafft man es, alle zu erwischen und nicht den Experten, der sich dann gegenseitig befruchtet. Ich wollte eigentlich sagen. Also ich kann schon noch was sagen. Eben, ich wäre froh, wenn ihr Architekten nicht immer die Lösung bei jemand anderem suchen würdet, wenn ihr das Thema anpacken würdet. Was mir sehr imponiert hat an unserem Beispiel an der ETH war, dass Miroslav Schick mehrmals gesagt hat, er hat total geschwommen bei diesem Thema natürlich, wurde dann nach und nach immer sicherer und hat öfter gesagt, ja, wir stehen da ja ganz am Anfang. Also wir sind eigentlich da, wo der Betonbau so in den 10er, 20er Jahren war. Wir wissen noch gar nicht, was dieses Material will, dieses neue Material, diese neue Technik. Das müssen wir uns erarbeiten, ne? Wir schwimmen. Und das finde ich super, dass das jemand so sagen kann, dass er das anpackt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Man muss es machen, man muss es üben, man muss es immer wieder üben. Und natürlich gibt es Alternativen und natürlich gibt es viele Möglichkeiten, aber diese Alternativen und Möglichkeiten, die sind dann oftmals, so erlebe ich das jedenfalls, ein Argument, sich dem anderen zu widmen. Und das finde ich schon. Wirklich zu 100% zustimmen. Ich denke, eben, es ist das Werkzeug, das man erlernen muss. Man muss lernen, wo sind die Zusammenhänge, wo sind die wichtigen Elemente. Für die Architekten ist es verbal natürlich. Dann gibt es sehr viele Themen, die man tangiert. Man tangiert den Investor, man tangiert den Nutzer, man tangiert den Haustechniker, die muss man alle mitnehmen. Aber das eigene Werkzeug, sein eigenes Tun mit Maßstäben zu hinterfragen und neu zu kreieren, dieses Handwerkszeug muss man erlernen. Und das beginnt bei der Ausbildung und geht nachher weiter in der Ausübung des Berufes. Diesen Themenbereich, finde ich, besteht ein großer Nachholbedarf. Niklas? Gut, also mein größtes Anliegen wäre es, dass wir das Hilfswerk müssen durch irgendein anderes ersetzen und das einfach auch ein bisschen als Chance sehen. Und deswegen begrüße ich das unglaublich, dass ihr diesen Tisch jetzt quasi geführt habt, also die Entourage geführt habt. Und das habe ich auch den Studierenden gesagt. Es wird in ein, zwei Jahren eine neue MUCKEN geben, also ein neues Gesetz wiederum. Und das müssen wir uns dann halten. Und wenn ihr euch einfach mal jetzt schon einen Schritt weiter mit dem Thema auseinandersetzt, dann wisst ihr mehr als eure Zukunft und Chefs. Und jetzt, ihr seid nicht mehr, also ich glaube, die meisten führen ihr eigenes Büro.
Ich meine, setzt euch damit auseinander und ihr habt definitiv einen Vorteil. Und also das habe ich selber so erfahren und es ist einfach etwas, was bestellt wird. Und ich bezeichne mich jetzt nicht als irgendwie Urkapitalist, aber es ist auch nicht blöd, wenn man sich ein bisschen in die Richtung begibt, die irgendwie eine die Leute, die halt bestellen, das irgendwie als Zukunft sehen. Also eben, nehmt es als Chance, macht ein, zwei Versuche damit. Wenn ihr gar nicht klarkommt, dann lasst es. Aber ich glaube, es ist nicht so. Also bis jetzt haben eigentlich alle Leute, die sich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, haben relativ schnell Freude darauf. Ich schließe mich dem gerade an und bleibe bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Architekten können in die Zukunft projizieren, die können antizipieren, was kommt. Das ist unser Kerngeschäft. Also ich meine, ob man das eine oder das andere umsetzt, eine Anforderung, die unausweichlich kommt. Und ich bin auch total zuversichtlich, muss ich auch sagen, ne? Dass wir hier sitzen, dass ihr euren Unterricht macht, die Sachen, die Christian gemacht hat, der Axel, der schreibt drüber, die Yvonne in der Stadt. Das ist ja super, was läuft, das ist noch hart, schwierig, es ist nicht einfach. Wir müssen schauen, ne? wer ist beteiligt, wer versteht sich auch als das Team des Handelnden. Also wer sagt, ich will da mitmachen und wer sagt nur, wo muss ich den Haken machen. Ich glaube, wir müssen uns beteiligen und das werden wir. Und Architekten, wenn man sich die Architekturgeschichte anschaut, waren ganz oft diejenigen, die den Stahlbau mit irgendwann dann doch brauchten, das Glas mit reingeholt haben und so weiter und so fort. Und auch Dinge in verschiedenen Industriezweigen immer wieder hinterfragt haben, initiiert haben. Und darauf kann man sich nicht ausruhen, das muss man weitermachen den Weg. Und ich bin auch sicher, dass der kommen wird. Vielleicht ist es ein Pflegwerk manchmal, vielleicht nicht immer befriedigend, ganz oft Kompromisse, aber so ist es in der Architektur. Und so kann es auch nicht noch weitergehen. So ist es und Architekten, nein, das ist so. Das ist die Ideallösung, die wäre zwar schön, aber manchmal wäre es einfach gut, man hätte 80% erreicht und nicht gleich kapituliert und 0% erreicht. Und die Architekten sind schon in einer speziellen Situation hier. Ihr könnt etwas bewegen, was viele andere Beteiligte nur halb so gut bewegen können. Aber ihr müsst das einfordern. Ihr müsst den Gebäudetechnikplanern, denen müsst ihr das aufzwingen, dass sie sich in diesen Diskurs einlassen. Die können das tatsächlich nicht, weil die mussten das auch nie lernen. Denen hat man immer gesagt, du darfst gar nicht so fest in die Richtung denken. Ich hätte da auch Beispiele, können wir dann beim Wurstessen diskutieren. Fordert das ein, aber das bedingt natürlich auch, ihr müsst euch dann auf das einlassen, was da kommt. Es kommen dann auch Meinungen auf euch zu, nicht immer nur die, die ihr gerne hört. Aber fordert das ein und fordert diesen Diskurs ein. Schlusswort. Das erste und das letzte Wort sozusagen. Ich könnte eigentlich auf mein Schlussbild, auf Karls Erinnerung zurückkommen. Das ist eigentlich eine Wiederbelebung von Jimmy Carters Solaren Vision. Also Christine Henauer und Roman Keller sind die Künstler davon. Und sie haben, ich glaube, die Künstler sind einfach ein bisschen freier und mutiger wie die Architekten. Sie dürfen vielleicht auch, aber eigentlich dürfen die Architekten diesen Mut auch haben, sich eigentlich zu diesen postfossilen Themen wirklich zu äußern und Gedanken zu machen und das auf irgendeine Art auch zu visualisieren in ihrer Architektur. Und ich glaube, ihr müsst wirklich daran glauben, dass es geht und dass es auch provokativ mal sein darf oder auch mal lustig und auch nicht alles immer gebaut sein muss, was man denkt, aber einfach sagen, es geht nicht, das kann ich nicht akzeptieren. Sondern einmal aufzeigen, okay, ich kann doch noch warm duschen im 2050. Sieht halt vielleicht anders aus wie heute. Aber ich zeige es mal auf, wie es aussehen könnte. Und vielleicht gibt es ja dann noch drei Varianten dazu und nicht nur die eine Variante. Und ich möchte euch wirklich auffordern, die Jungen haben die Chancen, die Alten, das ist die Generation ist schon weg. Das müssen die Jungen wissen. Ich zähle mich ab. Wenn du das recycelt. Ja, super, vielen Dank.